Liebe Wanderfreunde, wir stehen hier in Heppenheim vor der Vinothek und ich habe hier vorne eine Informationstafel entdeckt. Eine Informationstafel zum Bergsträßer Weinlagenweg. Das trifft sich ziemlich gut, denn wir wollen heute zusammen die Feststrecke der Bergsträßer Weinlagenwanderung zusammen ablaufen, die am 1. Mai stattfinden soll. Los geht's, kommt mit! Ja, jedes Jahr am 1. Mai, seit 1988 habe ich in der Wikipedia nachgelesen, findet hier an der Bergstraße die große Weinlagenwanderung statt. Wir haben heute den 29. April, also zwei Tage vorneweg, und wollen uns die Feststrecke schon mal anschauen. Wenn das Video dann online kommt, wird es leider schon Mai sein. Das schaffe ich nicht mehr hochzuladen von dem 1. Mai. Also für euch ist es ein kleiner Rückblick sozusagen. Ja, weiter geht's. Hambacher Tal, da müssen wir jetzt ein bisschen hochlaufen. Ja, die Bergsträßer Weinlagenwanderung zieht sich von Zwingenberg bis nach Heppenheim oder auch umgekehrt. Laut offiziellen Informationen kann man die Feststrecke dann auch am Fest selber am 1. Mai in beide Richtungen ablaufen, und unterwegs begegnet man dann, wenn man das am 1. Mai macht, was wir ja jetzt nicht machen, nicht nur vielen tausend Mitläufern, sondern auch einigen Ständen, an denen man Wein probieren kann und vielleicht auch direkt kaufen kann. Also diese Weinlagenwanderung, die erfreut sich hier großer Beliebtheit. Da kommen viele Besucher auch von außerhalb angereist, um hier mitzuwandern. Am schönsten wäre es für euch sicherlich, wenn ich mit euch zusammen diese Wanderung jetzt tatsächlich am 1. Mai durchführen würde. Aber da ist hier so viel los. Und ich glaube, da ist es dann schwierig, das wirklich Schritt für Schritt ohne Schnitt zu machen, in einem Take sozusagen, wie das ja für meinen Kanal üblich ist, weil man ja dann hier und da mal stehen bleibt, vielleicht sich mal mit Leuten unterhält. Vielleicht gefällt das auch nicht jedem, wenn ich das dann aufnehme, und von daher ziehen wir das zwei Tage vor. Außerdem soll es heute, glaube ich, noch ein bisschen besseres Wetter sein. Ihr seht, es ist jetzt nicht strahlender Sonnenschein. Gestern hat super viel geregnet, wirklich richtig viel. Und auch heute Morgen, glaube ich, noch so ein bisschen. Wir haben jetzt so langsam die Mittagszeit. Und wenn wir Glück haben, heute Nachmittag oder am Abend soll es wieder viel regnen. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das noch regenfrei, aber keine Garantie. Schauen wir mal, wo uns der Regen dann einholt, falls er es tut. Also für uns geht es jetzt Richtung Norden, obwohl wir jetzt gerade Richtung Osten laufen. Ja. Und wir wollen jetzt wirklich die gesamte Feststrecke mal ablaufen. Und uns mit dieser anfreunden. Hier sehen wir schon Weinlagen. Letztes Jahr sind wir ja zusammen den kompletten Blütenweg gelaufen.
Und da hat man unterwegs auch schon manchmal diese Weinlagenwanderungsschilder gesehen. Eine große Strecke, die wir heute laufen, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar über 50% sind, sind tatsächlich der Blütenweg. Aber wir laufen jetzt mal in eine andere Richtung. Wir laufen jetzt von Süd nach Nord. Aber die Weinlagenwanderung ist dennoch eine andere Strecke, wenn man es so als Ganzes betrachtet. Ja, immer wieder werden wir uns auch mal vom Blütenweg trennen. Das sehen wir dann. Zum Beispiel der Abschnitt hier ganz am Anfang. Der Start ist schon mal ein anderer. Okay, da kommt noch ein Auto hinter mir. Ich wollte gerade mal die Straße überqueren. Aber letztendlich geht es ja dann Richtung Norden. Das heißt, wir müssen hier irgendwo hoch. Hier geht es jetzt, glaube ich, noch nicht hoch für die Weinlagenwanderung. Ich glaube, wir müssen noch weiter hinten raus. Ja. Wir müssen noch weiter ins Hambacher Tal reinlaufen. Hier ist es auch noch nicht so gut ausgeschildert. Ich weiß insgesamt nicht so genau. Das war ein bisschen schwierig, die Informationen hier einzusammeln, ja. Wo die Strecke jetzt langläuft, ob das jetzt jedes Jahr dieselbe ist oder nicht. Da sind die Quellen, geben verschiedene Sachen an. Für dieses Jahr, also woher weiß ich jetzt, zwei Tage vorneweg, die genaue Streckenführung. Folgendermaßen habe ich das gemacht. Im April, also vor ein paar Tagen, wurde eine PDF-Datei veröffentlicht und da war eine Karte eingezeichnet mit dem Weg. So, die habe ich mir am Computer vorgenommen, habe nah rangezoomt und es dann doch fast überall rekonstruieren können. Habe mir daraus einen GPS-Track gebastelt und den habe ich jetzt auf dem Handy dabei und den laufen wir einfach ab. Kann sein, dass es hier und da, dass wir Markierungen unterwegs sehen, die dazu passen. Kann auch mal sein, dass wir davon abweichen. Sehen wir dann. Wird auch ein bisschen Überraschung für mich. Ja, so einen offiziellen GPS-Track konnte man nirgends runterladen. Ich habe auch E-Mail-Kontakt zu den Veranstaltern gepflegt, aber das war größtenteils einseitig. Also, ich habe schon vor 8, 9, 10 Monaten angefangen, mir da Infos zu holen. Hab damals schon meine erste E-Mail geschrieben, wurde einfach ignoriert. Jetzt im April habe ich noch mal ein paar E-Mails geschrieben, wurde erst auch ignoriert. Erst als ich dann fragte, ob die Weinlagenwanderung denn jetzt wirklich stattfinde, weil auf der Webseite noch widersprüchliche Informationen zu lesen waren, erst da haben sie reagiert. Auf der Webseite stand nämlich, dass sie sich dann, ob die jetzt wirklich dieses Jahr stattfindet, da würde man, wie war die Formulierung, da würde man dann rechtzeitig noch informieren, ja. Das steht heute Morgen noch auf der Webseite. Aha. Seht ihr was? Genau. Hier läuft der Blütenweg lang, ab hier kennen wir das. Aber wir laufen jetzt hier hoch und hier seht ihr auch die Weinlagenwanderung, das ist dieses WLW. Die läuft auch hier hoch und mit dem Blütenweg hier weiter. Die Feststrecke, die beginnt hier aber in Heppenheim, hier an dieser Stelle. Also dieser Weinlagenweg, der geht wohl noch weiter. Wir haben auch eben gerade was von 22 Kilometern auf dieser Eingangstafel, oder auf dieser, muss ja gar keine Eingangstafel sein, gelesen. Das ist wohl die ganze Wegstrecke, aber diese Wanderung am 1. Mai, und das laufen wir ja heute ab, die startet hier und geht bis nach Zwingenberg, während der Weinlagenweg wohl noch weiter nach Alsbach geht. Also das ist ein bisschen schwierig. Und wir laufen heute die Feststrecke ab. So. Und jetzt
wüsstest gerne, wo es weitergeht. Ja, hier auch. Zeig mal dein Handy. Und wie gesagt, die Information auf meinem Handy. Ah ja, das passt auch zum Blütenweg. Hier kamen wir damals runter. Lang ist her. Oh, direkt schon mal schöne Steigung. Also, was wollte ich sagen? Dass ich diese Strecke jetzt auf dem Handy habe, das war Eigenarbeit. Da bin ich, wie gesagt, diese PDF-Datei und die verlinke ich euch sehr gerne unten in der Videobeschreibung. Oh, weggerutscht. Es hat hier wirklich richtig, richtig stark geregnet gestern. Also so einen Regen habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Da sind auch, glaube ich, einige Keller vollgelaufen. Und hier ist es dementsprechend richtig rutschig. Dazu kommt noch, dass ich jetzt wieder meine alten Schuhe trage, weil meine neuen Schuhe musste ich nochmal abgeben. Gab es ein Problem? Guten Tag. So, hier halten wir mal kurz inne. Also die haben kein Profil mehr. Die Schuhe, die ich heute trage. Da ist es gut möglich, dass ich mich mal auf die Schnauze lege. Recht anspruchsvoller Start hier schon mal. Aber so ist es eben. Es wird dann insgesamt nicht so bleiben. Insgesamt hat die eigentlich relativ wenig Höhenmeter auf die Strecke bezogen. Ja. Genau, also in der Videobeschreibung findet ihr die PDF-Datei zur diesjährigen Feststrecke. Sieht fast identisch aus mit der vom letzten Jahr. Also die Strecke selber ist, glaube ich, identisch. Aber an welchen Stellen dann öffentliche Toiletten und sowas aufgestellt werden und so, solche Details und wo die Stände stehen, das ist wohl ein bisschen angepasst. Aber die Strecke ist wohl dieselbe. Und keine Ahnung, ob das jetzt wirklich immer genau diese Strecke ist, weil der Weinlagenweg, wie gesagt, noch weiterführt. Haben wir auch gerade gesehen. Hui. Aber ich finde das schon beachtlich. Seht ihr, da wo die Autos diese Straße langfahren, das war die Straße, die wir gerade langgelaufen sind. Da sehe ich auch diesen Banner über der Straße hängen. War das irgendwas mit Kerwe im Hambacher Tal oder sowas? Ober-Unterhambach oder so? Ich weiß es nicht mehr genau. Ach, wie. Das fand ich jetzt doch ganz ordentlich, wie wir in wenigen Minuten uns von da hier hochgeschraubt haben. Ja, und ich glaube, jetzt geht es ein bisschen angenehmer weiter. Ja. Man will ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Das werde ich jetzt auch nicht tun. Aber ich halte es für möglich, dass wir heute während der Wanderung besseres Wetter haben als die Leute dann am 1. Mai. Aber gut, das muss sich dann zeigen. In 3 Tagen, wenn der 1. Mai bereits vergangen ist, weiß ich mehr. Morgen soll noch mal zwischendrin richtig gutes Wetter sein. Das hätte sich also noch besser geeignet, aber morgen am Sonntag bin ich zeitlich ein bisschen mit Terminen schon eingeschränkt. Deswegen machen wir das heute am Samstag. Ja, der 1. Mai, habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gedacht, aufgrund dessen, was ich gerade erzählt habe, der fällt dieses Jahr auf einen Montag. Aber weil er immer ein Feiertag ist, ist das überhaupt kein Problem.
da diese Weinlagenwanderung Jahr für Jahr stattfinden zu lassen. Schon seit 1988, wie ich gelesen habe. Der Blütenweg, vielleicht erinnern wir uns, der haut jetzt gleich ordentlich Richtung Osten ab, macht dann so eine riesige Schleife, um dann beim Hemsberg wieder näher rauszukommen, an die Bergstraße ranzukommen. Aber die Weinlagenwanderung macht diesen Shenanigans nicht mit. Ja, also über die Weinlagenwanderung sind wir jetzt viel schneller in Bensheim. Übrigens hier, für alle, die jetzt nicht ganz ortskundig sind, hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn ich hier vom Hemsberg spreche. Der Hemsberg ist ein Berg in Bensheim, nicht in Hemsbach. Ja, wenn wir uns nochmal die Bergstraße vorstellen vor Augen und von Nord nach Süd die Gemeinden durchgehen, starten wir mal in Bensheim, wo der Hemsberg steht. Dann kommt dann nach Heppenheim, da sind wir gerade, Laudenbach und Hemsbach. Der Hemsberg aber in Bensheim. Ja, hier hat man schöne Schildchen aufgestellt, die erklären, was man hier für ein Rebsortiment vorfindet. Beziehungsweise hier steht was von einem historischen Rebsortiment. Historisch spricht er eher dafür, dass das aktuell nicht mehr so praktiziert wird. Ja, wenn man die Zeit hat, kann man sich hier einiges angucken. Aber ich würde heute gerne durchkommen mit der Wanderung. Ich beschränke mich jetzt mehr auf die eigentliche Wegstrecke als auf jedes Detail, was wir hier zu sehen bekommen. Da ist dann vielleicht am 1. Mai mehr Zeit für. Genau. Ich kann mal ganz kurz mal trotzdem den Blick drauf werfen. Und ja. Hier ist auch nochmal schön runter zu gucken auf diese Straße mit dem Namen Hambacher Tal. Die sind wir eben lang gelaufen und haben uns dann hier hoch geschraubt. Man kann auch schön die Starkenburg, also nicht die ganze, aber so den Turm, ne? Seht ihr das da oben? Das Türmchen noch, das ist die Starkenburg. Und ja, wir schauen jetzt mal, wo es weitergeht. Also die Weinlagen. Wanderung, die geht jetzt wohl hier weiter, noch mal ein Stückchen zusammen mit dem Blütenweg, so sieht es mir hier aus. Ich gucke mal kurz auf meinem Handy, ob das auch zu meinen Informationen passt. Ja, das tut es. Also hier noch ein Stückchen hoch, aber der Blütenweg, der läuft ja auch noch hoch, der läuft dann richtig weit Richtung Osten. Es ist dann eine Schleife von vielen Kilometern. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Das war Etappe 3. Ja? Gebt einfach bei Google ein Blütenweg Etappe 3. Das sollte die Etappe sein von Bensheim-Auerbach bis nach Laudenbach. Da sind wir hier lang gelaufen. Da könnt ihr euch diese riesige Schleife mal angucken. Die Weinlagenwanderung, die wird jetzt gleich abkürzen. Die wird den mehr oder weniger direkten Weg verfolgen. Ja, und den Hemsberg, den werden wir dann auch gleich sehen können. Oben steht ein Bismarck-Turm auf dem Hemsberg. Den nennt man, weil er auf dem Hemsberg steht, auch Hemsberg-Turm im Volksmund. Aber den Hemsberg besteigen wir nicht. Jetzt frage ich mich natürlich, gehören diese Toiletten hier zu der Baustelle oder sind die schon vorbereitet für die Weinlagenwanderung? Das weiß ich jetzt nicht. Ich vermute mal, dass es zur Baustelle gehört. Ich habe mir nur den GPS-Track aus der PDF zusammengebaut, aber nicht solche Sachen wie Toilettenhäuschen noch mit eingezeichnet. Das kann ich jetzt also auf die Schnelle auch nicht nachgucken. Aber hier können wir schon einen Blick auf den Hemsberg werfen. Seht ihr, das ist der Berg da vorne. Oben hat man viele Bäume stehen, deswegen ist der Bismarckturm gar nicht so gut zu erkennen, aber ich glaube, ihr erkennt ihn trotzdem. Also ich erkenne ihn zumindest mit dem bloßen Auge. Da ist so ein kleiner Bereich, wo die Bäume so ein bisschen aufhören und da ist so ein Turm
hochschaut, aber der ist nicht viel höher als die Bäume. Von daher schwer zu erkennen, vielleicht jetzt auch im Video. Und das hat natürlich auch zur Folge, wenn man den Hemsberg bestiegen hat und oben schweißgebadet ankommt, dann, das ist mir nämlich jetzt ein paar Mal passiert, dann hat man dort überhaupt keine Aussicht, weil die Bäume alles verdecken. Wenn man hoch auf den Turm käme, dann könnte das die Sachlage ändern, aber das ist mir noch nicht vergönnt geblieben, denn wann immer ich dort war, und das war jetzt schon mehrfach in den letzten Wochen, immer privat, nicht für den Kanal, wann immer ich dort war, war die Gastronomie geschlossen und damit auch der Aufstieg zum Turm. So, was machen wir nun? Oh, ich, das ist jetzt lustig, ne? Ich hab mich schon verlaufen. Ich hab mich schon verlaufen. Es ging doch nicht hier hoch. Das ist der Blütenweg, wo wir gerade laufen und nicht die Weinlagenwanderung. Ich habe falsch geschaut auf dem Handy. Tut mir leid. Insbesondere erklärt das eindeutig die Frage, für wen diese Toilettenhäuschen hier sind. Die sind definitiv nicht für die Festbesucher, denn die laufen gar nicht lang. Ja, da habe ich eben gerade das Kartenmaterial auf meinem Handy falsch gelesen. Und jetzt wird es offenbar. Tut mir leid. Also hier, wo ich mich gerade jetzt hochgeschraubt habe, das hätte gar nicht passieren müssen. Aber Schritt für Schritt, ohne Schnitt. Das ist das Kanalmotto. Und ja, so haben wir jetzt auch diesen kleinen Fehler hier drin. So ist es nun mal. Macht die Strecke dann am Ende ein wenig länger. Schreibe ich dann einfach in die Videobeschreibung, ne? Dass man hier sich ein paar Meter sparen kann. Aber ist ja jetzt kein großer Umweg. So, jetzt noch mal gucken. Wo geht es jetzt lang? Also wir müssen wieder da runter und dann müssen wir rechts. Ja, das tut mir jetzt leid. Irgendwie. Habe ich hier falsch geguckt. Und das Schild ist auch nicht so eindeutig, oder? Also hier waren wir ja gerade. Und jetzt zeigt dieses Schild so nach links, rechts und das geht jetzt wohl hier lang. Na, dankeschön. Also schlechte Wegführung von der Ausschilderung, muss ich an der Stelle mal anmerken. Jetzt schaue ich mal auf mein Handy, ob das jetzt wieder passt. Ja. Und hier sehen wir jetzt schon ein Zelt aufgebaut. Und dieses Zelt, das wird sicherlich zur Weinlagenwanderung gehören. Das hätten wir sonst jetzt verpasst, wenn wir jetzt eben auf anderem Weg. Ich habe nämlich kurz darüber nachgedacht, ob ich jetzt einfach statt die Strecke zurückgehe, ob ich ein bisschen anders laufe, um wieder auf die richtige Strecke zu kommen. Aber es war definitiv richtig, hier lang zu laufen. Seht ihr, jetzt haben wir hier auch mal wieder eine Tafel. Genau, der Bergschlösser. Weinlagenweg führt von Alsbach über Zwingenberg, Auerbach, Wenzheim nach Heppenheim bis zur hessisch-badischen Landesgrenze. Gesamtstrecke 28 Kilometer steht hier sogar. War nicht eben 22 Kilometer noch auf dem anderen Tafel. Also vielleicht habe ich mich gerade vertan, aber definitiv gibt es da die verschiedensten Angaben. Ja, hier wird es dann sicherlich Wein zu trinken geben.
mit einem schönen Ausblick auf Heppenheim. Ja, das auch noch mal kurz zur Wiederholung. Wir haben gerade gelesen, bis zur Landesgrenze für dieser Weinlagenweg. Wir sind jetzt aber schon viel weiter nördlich in Heppenheim gestartet, ja. Nämlich da, wo die Weinlagenwanderung für das Fest am 1. Mai dann losgeht. Ja, also da muss man ein bisschen aufpassen. Der Weinlagenweg und die Weinlagenwanderung, das sind zwei Paar Stiefel. Heute steht die Weinlagenwanderung auf dem Programm. So, und jetzt laufen wir geradeaus auf den Hemsberg zu. Ja, da sehen wir ihn wieder. Und der Turm, der ist jetzt nicht so gut sichtbar. Der war eben besser sichtbar. So, einen Schluck trinken. Die Bank sieht neu aus. So, schauen wir mal kurz, wie es mit meinem Akku steht. 50% hat das gekostet, obwohl wir noch nicht eine halbe Stunde unterwegs sind. Aber hier, Stand Steinkopf, 120 Meter. Also der Stand, den wir gerade gesehen haben, der hat auch einen Namen, Steinkopf. Also hier seht ihr den Hemsberg jetzt, da müssen wir von uns aus gesehen links dran vorbei, laufen dann nach Bensheim rein. Wenn man hier lieber mit Himmelsrichtungen arbeitet, wir laufen ja Richtung Norden, also müssen wir westlich am Hemsberg vorbei. Ich habe all meine Akkus dabei, das sind inzwischen 6 Stück. Letztes Jahr habe ich die langen Wanderungen ja nur mit 5 Akkus durchgeführt. Ich habe einen neuen dazu bekommen. Trotzdem glaube ich, dass die Gesamtkapazität oder sagen wir mal Laufzeit, sagen wir mal besser Laufzeit, dass die geringer geworden ist, weil die Akkus sich so ein bisschen abgenutzt haben und weil ich glaube, dass meine neue Kamera. So, jetzt sehen wir es hier ausgeschildert. Jetzt geht es hier nach links. Und ich schaue mal kurz, ob mein Handy das bestätigt. Ja, kurz links und dann wieder rechts. Ja, wir hatten das jetzt schon manchmal gehabt, dass manche Akkus schon bei so 50% den Geist aufgegeben haben. Und darüber hinaus glaube ich, dass die neue Kamera nicht nur besser ist von der Bildqualität, sondern dafür auch mehr Strom verbraucht. Also es kann gut sein, dass ich trotz des neuen Akkus, den ich mit der neuen Kamera dazu bekommen habe, insgesamt eine geringere Laufzeit habe. Aber jetzt die Entwarnung. Wir sind ja schon 20 Kilometer Strecken zusammengelaufen, letztes Jahr im Rahmen des Blütenwegs. Da waren mehrere Etappen, die so in die Richtung gingen. Etappe 4, 5 und 6 waren alle so um die 20 Kilometer. Genau, und das hat immer geklappt. Und heute, so wie ich mir das nachgebaut habe, sollten das eher so 15, 16 Kilometer werden. Gut, ich habe mich jetzt mal verlaufen. Ich denke, das wird dann schon über 16 werden. Aber was ich damit sagen will, wir sind
unter der Wegstrecke vom letzten Jahr, die wir mit 5 Akkus geschafft haben. Also ich hoffe und glaube, dass es irgendwie klappt mit den 6 Akkus, auch wenn wir nicht ganz so viel Zeit haben heute. Ansonsten muss ich mir einfach nur ein paar neue kaufen. So geguckt auf der Seite, das sind ja GoPros, die ich hier verwende. Und diesen neuen weißen Akkus kann man im Zweierpack für 33 Euro 2 Akkus kaufen. Ab einem Bestellwert von so 100 Euro bekommt man den Versand von 10 Euro geschenkt. Das heißt, man sollte sich gleich 3 bis 4 von diesen Zweierpacks kaufen. Das waren 6 bis 8 neue Akkus. Wenn ich das mache, dann bin ich auf der sicheren Seite. Wenn die dann alle geladen dabei sind, dann kann mir akkumäßig, so sollte man meinen, eigentlich nichts mehr passieren. Bevor ich hier lustig weiterstapfe, gucke ich noch mal kurz aufs Handy. Ja, aber ich will mich nicht noch mal verlaufen. Aber das Handy sagt, alles in Ordnung, weiter geht's. Hier geht es jetzt nämlich wieder ein bisschen nach oben. Ist wieder ein bisschen anstrengender, aber nicht so anstrengend wie ganz am Anfang, als wir vom Hambacher Tal von der Straße aus hoch in die Weinlagen gelaufen sind. Vielleicht kann ich heute auch ein bisschen schneller laufen als in diesen Blütenwegwanderungen, weil es an Höhenmetern nicht so anspruchsvoll ist, glaube ich. Wobei der Blütenweg war auch nicht so anspruchsvoll, ne? Ja, weiß ich nicht. Sehen wir dann, was die Durchschnittsgeschwindigkeit am Ende ist. Guten Tag. Hallo. Tut mir leid, wenn es gerade so ein bisschen windet. Das hört sich bestimmt schlimm an für euch. Es sei denn, die neue Kamera filtert das super gut weg. Solange hier immer so Infotafeln sind, soll es eigentlich ganz sinnvoll, was rede ich hier, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir noch richtig sind, obwohl das keine explizite Weinlagenweg-Infotafel ist. Oh, hier ist wieder für meine profillosen Schuhe super rutschig. Ja, aber das Handy hat bestätigt, wir sind noch richtig. Ja, wenn wir jetzt hier runter gucken, dann sehen wir haben es jetzt so langsam geschafft, den besiedelten Teil Heppenheims zu verlassen. Beziehungsweise wir sind hier, wenn wir hier senkrecht runter gucken, gerade an der Besiedlungsgrenze. Und rechts von uns sehen wir jetzt die Bergstraße im unbesiedelten Teil zwischen Bensheim und Heppenheim. Also, das ist so der aktuelle Stand in der Hinsicht.
hier nochmal eine Infotafel und den Blick runter auf die Bergstraße. Und ja, das ist eben vielleicht so ein bisschen untergegangen. Wir haben uns eben mal verlaufen und auf diesem Abschnitt, den wir erst falsch gelaufen sind, liefen wir gemeinsam mit dem Blütenweg weiter. Letztendlich mussten wir den Blütenweg schon an der Stelle verlassen, ab der wir uns verlaufen haben. Ja, das alles, was wir gerade laufen, ist nicht der Blütenweg. Der Blütenweg, wie gesagt, der läuft da hinten hoch und macht so einen riesen Bogen. Das kann man sich ja, wenn man will, in der Etappe 3 anschauen. Habe ich ja auch letztes Jahr durchgeführt mit euch zusammen. Könnt ihr euch alles angucken. Natürlich werden wir jetzt hier gleich vor dem Hemsberg wieder auf den Blütenweg treffen. Das kann ja nicht anders sein. Weil der Blütenweg ja auch nicht über den Hemsberg läuft, sondern hier westlich vom Hemsberg langläuft. Und da gibt es nur diesen einen. Na, da gibt es zwei Wege, stimmt nicht ganz, aber ja. Ist jetzt nicht ganz fein argumentiert gewesen von mir, warum wir zwangsweise den Blütenweg jetzt nochmal kreuzen müssen. Es hätte ja auch sein können, dass der Blütenweg einfach ein bisschen enger am Hemsberg lang führt als der Weinlagenwanderungsweg. Aber ich glaube, wenn ich mir das richtig, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann begegnen wir uns zumindest kurz wieder. Und Auerbach und so weiter. Da werden wir dann sogar viel Strecke gemeinsam laufen. Schon windig hier. Vielleicht sollte ich mir einen Schal anziehen. Hab einen dabei, dass ich mir hier nicht irgendwie den Nacken verkühle, dann Nackenschmerzen bekomme. Ich hoffe nur, dass es für euch nicht so unangenehm ist mit diesen Windgeräuschen. Ich hoffe, dass die Kamera das einigermaßen wegfiltert. Teuer genug war sie, sollte sie eigentlich tun, oder? Ich habe mir auch, ich habe ja viel investiert, muss ich sagen, in diese Videos. Ich habe mir, was es für GoPro auch gibt, so einen externen, so einen Aufsatz für einen, mit einem externen Mikrofon habe ich mir besorgt. Hat einiges gekostet, habe ich ausprobiert und der hat einen Windschutz, dieser Aufsatz, beziehungsweise das Mikrofon. Und man sollte meinen, dann ist die Audioqualität deutlich besser. Die Wahrheit ist aber eine andere. Wenn ich diesen GoPro-Aufsatz-Mikrofon mit Windschutz verwende, dann bin ich den Wind wahrscheinlich tatsächlich los. Aber ich hole mir damit einen anderen entscheidenden Nachteil. So, ich hoffe, ich bin noch richtig hier. Ja. Ich hole mir einen anderen entscheidenden Nachteil, nämlich dieses neue Mikrofon ist ein Richtmikrofon. Das hat also Richtcharakteristik oder zumindest keine Kugelcharakteristik. Das heißt, wenn ich spreche, der hier mit ich bin ja mit dem Kopf über der Kamera und vielleicht sogar noch einen Tick dahinter, dann versteht man mich viel schlechter. Und auch die Umgebung, das Vogelzwitschern und so weiter. Ja, wir sind hier doch richtig, sonst wäre hier nicht so ein Schild. Hier gibt es keinen Durchgang, obwohl es so schön angerichtet ist. Ah ja, hier haben wir auch. Okay. Geht die jetzt hier lang? Ja, ich glaube, tatsächlich läuft die jetzt hier weiter, oder? So sah das doch jetzt aus. Das tut natürlich meinen Schuhen gar nicht gut. Die sind überhaupt nicht wasserdicht.
Oder ist es da? Ah nee, da ist ein Weg. Hier. Hier. Hier läuft sie lang, die Weinlagenwanderung. Ja, also wenn ich diesen Aufsatz und das alles installiere, dann seid ihr zwar den Wind los, dafür versteht ihr mich nicht mehr so gut und auch die Sounds, die so außen rum sind, wenn mal die Vögel zwitschern, wenn mal dies oder das passiert, das ist einfach viel, viel schlechter. Also das Gesamtbild wird viel besser mit dem internen Mikrofon übertragen. Das war quasi herausgeschmissenes Geld, weil ich einen anderen Anwendungszweck als diese Videos. Ich sehe jetzt keinen. Das hatte ich mir für die Videos mit euch gekauft und da bringt das nichts. Ja, also schade drum. Aber falls ihr euch ein bisschen auskennt mit GoPros und so weiter und euch die Frage stellt, warum ich nicht diesen Windschutz verwende, das ist die Antwort auf diese Frage. So. Jetzt geht es nach links. Ja, meine Schuhe sind, von außen sieht man es, schön nass geworden. Seht ihr das? Aber ich muss sagen, es ist noch nicht angekommen. Ach, wisst ihr was? Der Akku ist gerade bei, schon im gelben Bereich. Ich mache hier eine kleine Akkupause. Der Akku ist gewechselt. Ein frischer Akku in der Kamera. Jetzt habe ich meinen besten Akku drin. Das heißt, jetzt sollten wir gucken, dass wir wirklich möglichst weit mit diesem Akku kommen. Also, ja, vor uns liegt der Hemsberg, an dem müssen wir vorbei. Das sollte mit der Akkuladung hoffentlich überhaupt kein Problem sein. Und dann Bensheim durch die Altstadt ein bisschen durch, glaube ich. Marktplatz sehen wir vielleicht. Und dann auf den Kirchberg hoch, zum Kirchberghäuschen. Oder zumindest in die Nähe. Da waren wir ja schon mal, als wir den B1 Bensheims gelaufen sind. Das Video packe ich euch gerne oben rechts auf das i, wenn ich dran denke. So, gibt es hier einen Wegweiser? Ja, gibt es. Meine Lagenwanderung geht hier weiter geradeaus. Dieses WLW kann man sowohl als Weinlagenwanderung als auch als Weinlagenweg lesen. Meine Vermutung ist nun, also ich glaube, dieser Wegweiser, der ist für den Weg gedacht. Wo ist das, ein Hund oder? Ja. Meine Vermutung ist, das ist für den Weg gedacht und nicht für die Wanderung. Aber auf dem großen Abschnitt ist das ja dasselbe. So kommt es mir jetzt vor. Übrigens keinen Wein dabei, nur klares Leitungswasser. 3 Liter habe ich mir für heute mitgenommen. Schauen wir mal, wie gut das reicht. Habe jetzt übrigens mich gerade beim Akkuwechsel auch ein bisschen umgezogen. Jetzt trage ich wieder Schal und Mütze statt kein Schal und Hut. Aktuell ist das ein bisschen angenehmer, aber wenn man sich sehr anstrengt und abschwitzt, dann ist natürlich Schal nicht so praktisch.
Ja, so ein bisschen kreuz und quer schickt uns dieser Weinlagenweg dennoch. Aber ich glaube, man kann ja auch nicht straight rüber nach Bensheim. Ja, jetzt geht es hier, wie wir auf dem Schild sehen, wieder nach rechts und wieder ein bisschen hoch, wo wir gerade hier das kleine Hügelchen runterkamen. Und hier sehen wir jetzt den Hemsberg zu unserer Linken. Wir müssen aber links dran vorbei, also hier Bergstresser Weinlagenweg. So, jetzt sind hier so Toilettenhäuschen aufgebaut. Hier kann ich mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass die schon für die Wanderung da stehen, weil mir jetzt kein anderer Verwendungszweck direkt ins Auge fällt. Ist natürlich nicht ganz so toll, die direkt neben so einem Informationsschild aufzustellen. Gut, wie man es nimmt. Falls hier viel Andrang ist, kann man dann, während man wartet, da was lesen. Aber auch hier diese Bank. Also, wer jetzt einfach hier nur zum Lesen gekommen ist oder zum Chillen auf der Bank, dem wird das nicht so gefallen mit diesen Klohäuschen. Hier ist zu unserer Rechten ein Zelt aufgeschlagen. Gibt es hier vielleicht so eingefleischte Fans, die jetzt schon hier zelten, um dann pünktlich dabei zu sein? Ich glaube, von 9 bis 18 Uhr findet das Fest statt am 1. Mai. Heute, wie gesagt, ist aber... Moment, jetzt geht es hier hoch. Jetzt muss ich mal auf meinem Handy gucken, ob das zu dem passt, was ich hier habe. Ja, in der Tat. In der Tat. Hier geht es jetzt hoch. Aha. So noch mal einen Blick auf das Zelt werfen und auf die Starkenburg im Hintergrund. Ja. Interessante Streckenführung, muss ich sagen. Doch noch ein ganz schönes Auf und Ab hier. Die Weglänge ist zwar wesentlich kürzer zwischen Heppenheim und Bensheim in den Weinbergen. So, und nun? Ah ja, ich sehe das Schild schon da hinten. Also, die Weg... Was habe ich gerade gesagt? Die Wegstrecke ist zwar kürzer, aber vielleicht sogar mehr Höhenmeter, weil wir hier ständig auf und ab laufen.
tanz dich frei, tanz in den Mai. Ja. Ui, das war ordentlich. Sind wir hier richtig? Ich denke. Ja, da hinten sehe ich wieder den nächsten Wegweiser. Ja, also die Art, wie diese Weinlagenwanderung hier markiert ist, unterscheidet sich stark von den Wanderwegen, beziehungsweise ich muss jetzt sagen, dieser Weinlagenweg unterscheidet sich stark von den Markierungen, wie ich sie sonst kenne, wie wir sie sonst kennen hier aus dem Odenwald. Ja, jetzt geht's hier nach rechts. Man denkt, was soll denn das? Eigentlich müssen wir doch hier runter, um links am Hemsberg vorbeizulaufen. Aber ich glaube, wir machen hier nur so eine kleine Schlaufe und laufen dann gleich einen anderen Weg wieder runter. Ist das vielleicht der Blütenweg, den wir hier gerade hochlaufen? Werden wir gleich sehen. Oh, das ist der andere, den wir gleich runterlaufen. Hier wieder ein paar Informationen zum Bensheimer Paulus. Ich versuche im Takt mit dem Arbeiter meine Stöcke zu schlagen. Oh, jetzt hat er aufgehört. Nee, ich muss sagen, die habe ich mir anspruchsloser vorgestellt, die Weinlagenwanderung, als ich das so zu Hause am Computer nachgebaut habe. Da sind ja ganz schnell mal so ein paar Wegpunkte gesetzt am Computer, und in Reality ist es dann doch eine andere Sache, die wirklich abzulaufen. Ja, hier wo wir gerade laufen, jetzt erkenne ich es, oder jetzt kommt es mir wieder, das ist nicht der Blütenweg. Ja, der Blütenweg, auf den stoßen wir jetzt gleich, der läuft hier geradeaus weiter und kommt von hier. Das heißt, wir schlagen jetzt auf den Blütenweg ein. Hi zusammen! Seht ihr? Hier läuft jetzt der Blütenweg. Also jetzt sind wir wieder auf dem Blütenweg. Hier, wo wir jetzt runterlaufen, da liefen wir damals letztes Jahr mit dem Blütenweg hoch. Und der Blütenweg ist dann halt weiter hier richtig hinten rausgelaufen. Auch zu diesem Vodafone-Sendemast. Wir erinnern uns. Haben wir ja versucht, den hochzuklettern. Wie das ausgegangen ist, verrate ich jetzt nicht. Könnt ihr euch in dem anderen Video anschauen. Wie gesagt, Blütenweg, Etappe 3. Ja, jetzt also ein Stückchen Blütenweg. Die drei Jungs, die da eben in dieser kleinen Schutzhütte, so nenne ich es jetzt mal, saßen. Vielleicht waren das die, die da gezeltet haben, wer weiß.
glaube, da war auch Alkohol im Spiel. Übrigens, wenn ihr an der Weinlagenwanderung teilnehmen wollt, gute Information, kommt jetzt für dieses Jahr zu spät. Für uns ist es jetzt, für mich ist es jetzt zwar zwei Tage noch vor der Wanderung, aber wie gesagt, das Video schaffe ich nicht mehr vorher online zu stellen, weil ich es erst noch bearbeiten muss, diese Kilometeranzeige unten drunter und so weiter. Und ich warte aktuell auch noch auf eine externe Festplatte, die ich brauche, um das alles machen zu können. Und das werde ich erst nächste Woche bekommen. Aber insofern ist mein Hinweis für euch jetzt zu spät. Guten Tag. Das war doch hier gerade der Dude, der mit uns im Takt geklopft hat. Nun, was ich sagen wollte, mein Hinweis ist zu spät, aber ich gebe ihn trotzdem. Für nächstes Jahr könnt ihr den mal im Kopf bewegen. Also wenn ihr da auf der Weinlagenwanderung schön Alkohol trinken wollt, dürft ihr euch nichts Eigenes mitbringen. Ihr dürft nur das trinken, was ihr dort vor Ort kaufen könnt, den Wein. Es ist nicht erlaubt, sich Bier oder sonstige alkoholische Getränke mitzunehmen. Wasser, denke ich mal, wird kein Problem sein. Aber alkoholische Getränke sind auf der ganzen Feststrecke tatsächlich verboten während des Festes. Hier hat jemand Probleme zu wenden oder wie? Oder zu parken? Ich weiß es nicht genau. Ja, wir laufen jetzt am Fuße des Hemsberges lang. Kommen jetzt bald hoffentlich nach Bensheim rein. Dann geht's in Bensheim auf den Kirschberg hoch. Ich glaube, dann geht's fast bis zum Fürstenlager. Nicht ganz durchs Fürstenlager, aber schmal dran vorbei. Dann geht's runter wieder in Auerbach, welches ja auch zu Bensheim gehört. Mit dem Blütenweg zusammen, wieder da runter von dieser Bergkirche. Wir erinnern uns, dann schaut einfach Anfang Etappe 3. Und da sind wir direkt in der Bachgasse, starten wir in Bensheim-Auerbach und gehen direkt zur Bergkirche hoch. Ich glaube, genau den Weg kommen wir dann runter. Und dann geht es von da ab, fast identisch mit dem Blütenweg, erstmal weiter nach Zwingenberg. Eine kleine Änderung habe ich gesehen. Erstmal da hoch, mit der Bergkirche. Das erste Ziel. Hallo. 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 Für eine Flasche Bier, würden Sie gerade helfen? Och, es geht doch eher um die Weinlagenwanderung, dachte ich. Ne? Gibt es da ja auch Bier? Aber wir sind ja abseits. Wir dürfen noch Bier trinken. Da dürfen Sie noch. Sehr gut. Alles Vorbereitung für übermorgen, ja? Genau. Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen ein schönes Fest dann. Danke. Aber die haben auch nichts zu schleppen. Ja, und ihr habt es gerade gemerkt, also das ist wohl Privatgrundstück. Da können die natürlich ihren eigenen Alkohol trinken. Aber weil es nicht erlaubt ist, ihn auf der Feststrecke mit sich zu führen, müssen sie ihn jetzt schon zwei Tage vorher auf ihr Privatgrundstück bringen, denn übermorgen wäre das nicht mehr möglich. Ja, sind die, haben die das hier echt gerade hochgeschleppt alles? Oder sind die mit dem Auto gefahren? Nee, ich muss einen klaren Verstand bewahren, kann mir jetzt kein Bier gönnen. Ich habe ja eine Mission mit euch. Wenn ich jetzt hier privat hier wäre, ohne Kamera, ich glaube dann, hätte ich denen jetzt beim Hochtragen geholfen und ein Bier getrunken mit denen. Warum nicht? Ich glaube, da hätten die sich sogar gefreut, oder? Wenn ich ihnen beim Tragen geholfen hätte und dafür, hätten die mir bestimmt gerne ein Bier gegeben. Auf der anderen Seite habe ich in der letzten Woche nicht so schöne Rückenprobleme bekommen. Die habe ich immer mal wieder. Ob das was Ernsteres ist, weiß ich nicht so genau. Und in dem Fall sollte ich natürlich nicht verschleppen.
Ja. Wir laufen hier übrigens zusammen mit dem B4, das sehen wir jetzt hier immer mal wieder. Das ist der letzte kommunale Rundweg Bensheims. Also es gibt ja B1, B2, B3 und B4. B1 bis B3 sind wir schon gelaufen. Ah, erinnert ihr euch hier an diese Stelle? Hier haben wir kurz den Akku gewechselt auf Etappe 3. Erinnere ich mich auch noch. Und hier kann man jetzt hochgehen direkt zum Hemsbergturm. Gibt noch andere Wege, die da hochführen. Und ja, habe ich gut im Kopf diese Stelle hier. Ja, den B1, B2 und B3, den sind wir schon gelaufen. Letztes Jahr überlege ich gerade, ob wir die alle letztes Jahr gelaufen sind. Ich glaube schon. Vielleicht habe ich den B3 aber erst dieses Jahr hochgeladen. Alles habe ich jetzt auch nicht so genau im Kopf. Aber was ich mit Sicherheit weiß, den B4, den sind wir noch nicht gelaufen, der steht noch aus. Da freue ich mich auch drauf. Das ist der längste von den vieren. Der ist länger als die vorherigen drei, so könnte man sagen. Und der heißt Gronauweg und das nicht ohne Grund. Der läuft tatsächlich nach Gronau hoch. Ja, ist ja ein Stadtteil Bensheims. Wenn man da in die Richtung, auch so eine Straße, die nach Osten in den Odenwald reinführt, fährt, dann kommt erst Zell. Da läuft er auch durch. Und dann kommt Gronau. Also da freue ich mich auch drauf auf den B4. Auch eine Sache, die ich gerne dieses Jahr mit euch zusammen erledigen würde. Wird bestimmt eine schöne Wanderung. Ich habe auch private Ziele, kann ich auch ein bisschen drüber reden. Nicht nur hier mit euch zusammen für den Kanal, sondern ja, kann ich mal drüber sprechen, was meine zwei privaten Ziele für dieses Jahr sind. Das sind so neue Rekorde aufstellen für mich persönlich, was das Wandern und die Streckenlänge betrifft. Es sind zwei separate Ziele, die man natürlich auch kombinieren kann, aber ich glaube, wenn ich separat mache, mache ich es mir ein bisschen leichter. Das eine Ziel ist, eine Wanderung durchzuführen, die eine bestimmte Mindeststrecke lang geht. Und das andere Ziel ist, eine Wanderung durchzuführen, die eine bestimmte Höhe erklimmt. Ja. Bei der Strecke habe ich mir vorgenommen, mal 42 Kilometer zu schaffen, also eine Marathonstrecke. Gut, ein Marathon ist noch ein Tick länger, ein paar Meter länger. Also ich würde dann auch gerne die paar Meter länger noch laufen, so dass ich wirklich einen Marathon nicht als Marathon gelaufen bin, sondern erwandert bin in einer Wanderung. Muss also an einem Tag passieren, darf aber Pausen geben. Ich darf schon mal eine halbe Stunde oder vielleicht es wäre sogar, glaube ich, in Ordnung, wenn ich mich irgendwo mittags mal hinsetze und Mittagessen mache für eine Stunde oder so. Das ist alles erlaubt. Sollte nur innerhalb eines Tages passieren und ich möchte zwischendrin nicht mit irgendwelchen anderen, nicht mit einem Fahrrad, nicht mit einem Auto fahren, sondern es soll wirklich immer gelaufen werden. Wann immer ich mich fortbewege, soll gelaufen werden. Das ist so das Regelwerk. Das würde ich gerne schaffen. Ich habe am Anfang des Jahres im Januar 30 Kilometer gepackt. Das war auch ein Rekord für mich. Rekord, sagen wir mal so, seitdem ich jetzt hier da genauer drauf achte. Sagen wir mal seit 2022. Ich bin auch viele Jahre vorher schon mal gewandert. Da hatte ich, glaube ich, auch mal eine 30 Kilometer Wanderung gemacht. Aber das ist nicht so genau protokolliert. Ja, hatte dann auch sehr stark mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und habe das Wandern erstmal komplett aufgegeben für einige Jahre. Und jetzt habe ich halt 2022 wieder angefangen und habe euch auch mitgenommen. Und wage mich so langsam wieder an solche größeren Projekte. Ja, also Anfang dieses Jahres habe ich einen persönlichen Rekord von über 30 Kilometer aufgestellt. Und ich möchte das sogar noch toppen. Wie gesagt, Ziel für dieses Jahr wäre, so eine Marathonstrecke mal zu erwandern. Und
Das andere Ziel ist 1000 Höhenmeter, wirklich 1 Kilometer in der Wanderung zu schaffen. Da habe ich mir auch schon eine Strecke ausgesucht, hier an der Bergstraße lang, die sich dafür eignet, wo ich zur Starkenburg hochlaufe, zum Emsberg-Turm, zum Auerbacher Schloss, zum Elibokus und das alles. Gucken wir mal, ob ich zumindest eins der beiden Ziele erreiche. Für diese 42 Kilometer Wanderung, weil das für mich schon eine lange Strecke ist und die Füße nicht so gut mitmachen, also war es zumindest bei der 30 Kilometer Wanderung, da hatte ich die letzten schon nach 13 Kilometern interessanterweise haben sich Fußschmerzen eingestellt. Und das heißt, die letzten 17 Kilometer hatte ich damit zu kämpfen, aber es ging, 10 Kilometer ging noch mit Schmerzen ganz gut zu laufen. Aber die letzten 7 oder 5 Kilometer, da wurde es dann immer schlimmer. Ah, hier haben wir auch wieder ein Schild, wir sind noch richtig. Ich darf nämlich, jetzt habe ich gemerkt, nicht zu oft aufs Handy gucken. Mein Handy-Akku ist auch nicht mehr der beste. Ich habe Angst, dass mir das Handy abschmiert vom Akku her. Deswegen wandere ich jetzt doch lieber so gut es geht nach diesen Schildern und kontrolliere nicht die ganze Zeit, ob das auch zu der Online-Streckenführung passt. Ich glaube, jetzt verstanden zu haben, was hier abgeht. Ich glaube, der Zubringer am Anfang und das Ende, das löst sich von diesem Weinlagenweg und zwischendrin folgt man einfach diesem Weinlagenweg. So ist die Feststrecke wohl konzipiert. Ja, genau. Also wenn ich einfach nur im Flachen laufe und keine Höhenmeter habe, dann habe ich eigentlich mit dem Knie keine Probleme. Dann brauche ich auch keine Wanderstöcke. Und so habe ich das damals mit diesen 30 Kilometern im Januar auch gemacht. Aber dann hatte ich schon nach 13 Kilometern, und das ist wie gesagt sehr unüblich, also diese ganzen 20 Kilometer Wanderung, die wir gemeinsam gemacht haben letztes Jahr, da hatte ich keine Fußschmerzen. Ja, war vielleicht irgendwie ein blöder Tag, weiß nicht genau. Hatte dann auch starke Blasen. Aber das waren nicht die Schmerzen, ja, das hatte ich dann, das war dann im Nachhinein noch. Aber unterwegs waren das andere Schmerzen, am linken Fuß, glaube ich. Rechts hatte ich eine schlimme Blase und links hatte ich diese schlimmen Schmerzen. So, jetzt gibt es hier auch so einen kleinen Aufkleber hier. Wahrscheinlich ist das jetzt hier privat, oder nee, Moment. Kann man hier weiterlaufen? Jetzt gucke ich doch mal kurz aufs Handy. Ne, man muss hier kurz runter und läuft dann danach wieder hoch. Also jetzt sind wir in Bensheim, Bensheim Süd sozusagen. Ja. Also das ist so der Plan. 42 Kilometer einfach mal so gut wie es geht. Ohne Höhenmeter ist ja hier an der Bergstraße, wo ich wohne, überhaupt kein Problem. Ne? Zur Richtung Osten hat man den hügeligen Odenwald, wo man schön Höhenmeter machen kann, und Richtung Westen hat man die Rheinebene, wo man einfach auch super gut in der Ebene Fahrrad fahren kann oder halt auch so mal eine Wanderung, um auf Strecke zu kommen. Ja, und dann mache ich noch diese andere Wanderung, wo es dann um die Höhenmeter geht. Da könnten die Knie dann eher Probleme machen. Beim einen die Knie, beim anderen die Füße. Ja, hier läuft der Blütenweg jetzt auch lang, sehe ich gerade. Und hier sehen wir jetzt auch so ein Schild. Ich weiß nicht, ob ihr es schon seht. Bensheim, Gronau und Zell nach rechts. Habe ich ja gerade von erzählt, dass man hier Richtung Osten zu diesen zwei Stadtteilen Bensheims kommt. Das ist übrigens auch interessant, was wir hier gerade sehen. Wir sehen so ein S1 und so ein V darunter. Der S1 ist der sogenannte Hessentagsweg. Hier links übrigens die Hemsbergstraße und hier auch die Hemsbergstraße.
Und hier sehen wir, die Weinladenwanderung geht jetzt wieder hier nach rechts und der B4 geht hier nach links und der Blütenweg macht geradeaus. Einige Informationen prasseln hier auf uns ein. Ja, zum S1 kann ich kurz was erzählen. Der S1 ist einer von diesen 60 kommunalen Rundwegen des Odenwalds, der die Auszeichnung bekommen hat, wanderbarer Odenwald. Also das ist wirklich ein Qualitätswanderweg und der wurde eingeführt zum Hessentag. 2014 war hier in Bensheim Hessentag und da hat man den Weg erfunden und das ist jetzt wohl wegen V-Verbindungen oder Zubringer. Das wird jetzt also eine Wegmarkierung sein, die einem zum Start führt, weil der Weg ja so toll ist, deswegen muss man auch außerhalb des Weges darauf hingewiesen werden, um zum Start dieses Weges zu kommen und dann diesen tollen Weg zu laufen. Den machen wir auch gerne dieses Jahr noch, also steht zumindest auf meiner To-Do-Liste. Wir überqueren mal die Straße, weil gerade kein Auto kommt und wir das am Ende dann doch machen müssen. Ich muss gerade zugeben, wir laufen jetzt hier mit dem Blütenweg zusammen, dass ich mich an diesen Blütenwegabschnitt überhaupt nicht erinnere. Ah doch, jetzt kommt langsam wieder die Erinnerung. Doch. Man muss sich auch immer vorstellen, wir sind das damals in der anderen Richtung gelaufen. So lang, so rum. Ja. Also, was ich aber machen werde, falls ich es nicht vergesse, sobald ich zu Hause bin, werde ich mir aus meiner Etappe 3 Blütenweg die entscheidende Passage anschauen. Ja, jetzt geht es hier hoch für die Weinlagenwanderung, die wir heute durchführen. Und auch der Blütenweg. Zusammen mit dem S1. Jetzt sind wir auf dem echten S1. Also das hier ist dieser Hessentagsweg, den wir wie gesagt gerne dieses Jahr auch noch gemeinsam zusammen laufen. Ich wollte ja auch, hatte mir ja vorgenommen, diese 60 Wege so langsam anzugehen. Ich habe ja schon direkt gesagt, ich glaube nicht, dass ich das komplett schaffen werde, alle 60, aber so jeden Monat mal einen. Wobei ich mich da auch auf 7 von 12 Monaten im Jahr beschränkt habe, glaube ich, damals, als ich das euch vorgeschlagen habe, diesen Plan. Ja, wie sieht es mit dem Akku des Handys?
der GoPro aus. Wir sind jetzt bei 62% und haben schon über eine halbe Stunde aufgenommen. Wir erinnern uns, bei dem anderen Akku hatten wir bei 50%, glaube ich, noch keine halbe Stunde. Also der Akku hier, der ist dann doch ein bisschen leistungsstärker. Ist ja auch mein der neue Akku. Guten Tag. Ja. An den Abschnitt, den wir hier gerade laufen, erinnere ich mich übrigens gut. Dass wir den mit dem Blütenweg liefen. Aha, die Weinlagenwanderung. Geht hier jetzt hoch. Sieht mein Handy das genauso? Ja. Das heißt, wir verlassen den Blütenweg wieder. Okay, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Genau, ich erinnere mich nämlich, dass wir vom Blütenweg hier lang gelaufen sind. Und dann sind wir ja auch den B2 gelaufen zusammen. Und da kamen wir da, glaube ich, her oder so. Ne? Ja, das habe ich alles noch gut im Kopf. Vielleicht sollte ich aber mal wieder einen Schluck trinken. Ich habe ja 3 Liter dabei. Na, ja, die Weinlagenwanderung, es ist zwar hier total verbleicht, aber die geht schon hier lang. Also wir müssen jetzt hier nicht dem B2 weiter folgen. Da ging es ja nochmal ordentlich in so einem Hohlweg hoch bis zum blauen Türmchen, wie das glaube ich heißt. Luke ins Land, auch ein anderer Name. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Wir haben ja ein ganz anderes Ziel. Wir wollen nach Zwingenberg heute noch kommen. Also da laufen wir hier einfach eine andere Straße lang als der Blütenweg, eine Parallelstraße. Ist doch ganz nett, hat man ein bisschen Abwechslung. Ja, es wäre jetzt natürlich auch denkbar, wo ich jetzt verstanden habe, dass der Weinlagenweg und die Weinlagenwanderung zwar eng miteinander verknüpft sind, aber doch nicht dasselbe. Da wäre es ja eigentlich auch mal sinnvoll zu sagen, es geht ja hier in meinem Kanal vor allem um Wanderwege. Primär um Wanderwege und sekundär um Wanderungen. Wanderungen vor allem dann, wenn sie auf offiziellen Wegen entlanglaufen. Dann wäre es ja von Vorteil oder es wäre ja sinnvoll und passend zu meinem Kanalkonzept, wenn wir wirklich mal den gesamten Weinlagenweg laufen würden. Von Alsbach oder wo das losgeht bis nach Heppenheim, aber zwar noch weiter. Oh, was passiert jetzt? Ah ja. Hat alles seine Richtigkeit. Geht hier so weiter. Also von Alsbach bis zur Landesgrenze Hessens. Hier
Hier sehen wir wieder die Markierung. Und jetzt geht's hier durch diese hohle Gasse. Ja, ist doch nett. Sowas mag ich. Diese vollen 28 Kilometer. Ist dann halt die Frage, ob wir das schaffen in einer Etappe oder uns zweiteilen müssen. Auf jeden Fall brauche ich dafür mehr Akkus für die Kamera und auch für mein Handy. Hier kommen wir auf den Blütenweg, aber in anderer Form. Das ist nicht der Blütenweg der HW03 des Odenwaldclubs, sondern nein, hier heißt einfach die Straße Blütenweg. Aber wir kreuzen diesen nur. Wie heißt die Straße, die wir lang laufen? Stand jetzt gerade nicht angeschlagen. Ja, hier hört man ein paar Vögelchen zwitschern. Wenn ich jetzt gleich mal still bin, könnt ihr das auch gut hören. Und das würdet ihr nicht so gut hören können mit diesem anderen Mikrofon, von dem ich vorhin gesprochen habe. Vorbei. Jetzt bin ich gespannt, wo es für uns weitergeht. Aha. Hier gibt es einen Wegweiser, der zeigt hier hoch, wo wir herkamen. Aber wo geht es jetzt weiter für die an? Okay, ich denke, das ist ein Moment. Ach, das ist auch der Blütenweg. Seht ihr? Hier, diese ganze Straße heißt Blütenweg. Aber der Blütenweg selber läuft da nicht lang, der läuft hier runter. Ah ja, ich sehe es jetzt aber. Ich muss gar nicht mein Handy rausholen. Hier, seht ihr? Das Schild. Wir laufen jetzt also hier runter und laufen jetzt wieder hier hoch. Hier geht die Weinlagenwanderung entlang, zusammen mit dem Blütenweg. Auch an diese Stelle hier erinnere ich mich. Hier gab es jetzt diesen Spielplatz. Hier haben wir, glaube ich, den ersten Akkuwechsel gemacht auf der Etappe 3. Genau, da habe ich mich dann kurz hier mal hingesetzt, ohne euch, auf eine Bank, habe schon den Akku gewechselt und dann ging es weiter. So, sind wir noch richtig? Ja. Da vorne sehe ich wieder ein Schild. Also hier in Bensheim muss ich sagen, ganz gut ausgeschildert. Zwar mit einem anderen System, aber wenn man das mal verstanden hat, dann ist das doch ganz gut nachvollziehbar. Hier sehen wir jetzt schon den Kirschberg. Ich habe sogar eben das Kirschberghäuschen gesehen. Für euch dürfte es verdeckt sein durch das Haus, aber ich bin ja ein bisschen größer als ihr. Das kennen wir ja schon vom Kirschbergweg, das war der B1. Ja, wenn das hier so gut geführt ist, dann bin ich sehr glücklich darüber, denn jetzt gleich gibt es so eine Stelle, die konnte ich nicht so richtig nachvollziehen auf der PDF-Datei. Da weiß ich noch irgendwie zum Marktplatz oder so da geht man irgendwie so querfeldein, irgendwie wie es gar nicht eingezeichnet war in meinem Kartenmaterial, was ich zur Verfügung hatte. Da wusste ich nicht so genau, wie ich den GPS-Track ziehen sollte und habe so ja, in erster Näherung das gemacht. Aber wenn wir jetzt hier tolle Wegweiser bekommen, dann können wir uns einfach darauf verlassen. Ja.
Hier, schön. Ich stelle kurz eine kleine Einstellung an meinem Handy um, die mir viel Akku sparen könnte. Ja, ich blöd, Mann. Ich hatte, irgendwie schaltet sich in meiner Hosentasche manchmal das Display an und ich hatte wegen einer Aktion, die ich neulich durchgeführt hatte, da brauchte ich eine lange Display Beleuchtung. Also ich wollte nicht, dass das Handy sich einfach ausstellt, weil ich eine bestimmte Aufgabe am Handy gemacht habe, wo das Handy für sich arbeiten musste, aber ich einsehen wollte und ich Angst hatte, dass wenn sich das Display ausstellt, dass der dann die Sache abbricht. Da habe ich die auf 30 Minuten, das ist das Maximum, habe ich die hochgesetzt, dass das Display erst nach 30 Minuten ausschaltet. Und jetzt eben gerade merke ich halt, wann immer ich das Handy aus der Tasche ziehe, ist das Display an, versehentlich natürlich. Ja, und jetzt habe ich das runtergestellt auf 15 Sekunden. Das ist vielleicht auch, da kann ich natürlich auch viel Akku sparen, wenn das Display nicht ständig leuchtet. Das war blöd, dass ich das nach der Aktion nicht wieder zurückgestellt habe. Also falls euch sowas auch mal oder gerade passiert ist, guckt mal, wie es bei euch bei eurem Handy ist. Schaltet das so, wie ihr es braucht. Ja, hier finde ich jetzt, ach nee, da oben ist die Markierung. Man muss manchmal sehr weit hoch gucken. Ist ein bisschen anderes System, ne? Ich weiß gar nicht, konntet ihr das sehen? Ich drehe mich mal um. Jetzt seht ihr da oben so ein Schild. Ihr könnt es vielleicht nicht erkennen, weil es ziemlich verdreckt ist. Also ich bin ja Wegewart des Naturparks Neckartal-Odenwald und da wird man dazu angehalten, auf Sicht zu markieren, sodass man auch immer irgendwie nicht den Kopf verrenken muss, um das Schild zu sehen. Ja, jetzt geht es hier nach links, seht ihr, hier ist es wieder zu sehen. Und da hing das ist jetzt hier wohl beim Weinlagenweg etwas anders. Da hängt man die Dinger manchmal so hoch, man muss einfach immer an den Stellen, wo es kritisch ist, muss man nach Laternenpfählen und so weiter die Landschaft scannen und dann gucken. Und auch nach oben. Hier, das dürfte jetzt die Lauter sein, nicht zu sagen Pflege, der sogenannte Lauterbach. Auf dem Rückweg vom B2 sind wir ja da ein ganzes Stückchen an der Lauter lang gelaufen. So, hier super verblasst, aber das müsste die Markierung sein hier. Ja. Geht jetzt also hier nach oben. Ich laufe jetzt ein bisschen auf der Straße. Die Treppe hier wäre sinnvoller gewesen. Aber gut, die Markierung stand an der falschen Stelle für die Treppe, ne? Ja, und der Marktplatz, der ist jetzt hier hinter der Kirche, St. Georg oder so heißt die. Wir kommen jetzt also tatsächlich nicht auf den Marktplatz. So, wie geht es jetzt hier weiter? Sehen wir irgendwas? Ich halte Ausschau. Hier. Geht jetzt wohl, ah, da ist eine grün. Die grüne nehme ich mir. Dafür muss ich natürlich kurz über die rote. Sehr logisch. Und jetzt geht es hier. Jetzt geht es hier die Nibelungenstraße lang. Ich denke, es ist sinnvoll, die Straßenseite zu überqueren, die Straßenseite zu wechseln bzw. die Straße zu überqueren. Aber wir können schon mal ein bisschen weitergehen. Wenn die Autos dann alle an der Ampel stehen,
dann kann ich auch so rüber. Und dann geht's beim Kirschberghäuschen hoch. So, jetzt ist hier rot. Jetzt muss ich gucken, dass ich schnell rüberkomme, bevor die Autos wieder grün bekommen. Jetzt rollen die hier so im Schritttempo lang. Mir wäre lieber, die würden mal vorbeiziehen. So, jetzt. Ah, nee. Sorry, da war schon wieder grün. Jetzt haben wir es. Also ihr Lieben, das war ein bisschen gefährlich. Macht es besser mit der Ampel. Ampeln sind für mein YouTube-Video nicht so förderlich. Ja, jetzt geht's hier hoch. Das kennen wir auch im Blütenweg, die Treppe hier. Also Ampeln sind für mein Video nicht so förderlich, weil da stehe ich dann und es geht nicht weiter und das ist so ein Moment, wo viele Leute einfach abschalten. Deswegen habe ich hier die Action-Variante bevorzugt, da bleiben die Leute dran. Aber wenn man hier ohne Video privat unterwegs ist, dann ist doch die Ampel die bessere Lösung. So, wo geht es jetzt hier lang? Hier gucke ich mal aufs Handy, weil ich hier nichts erkenne. Ja, ich glaube aber, das war gar nicht hier so genau eingezeichnet. Hier musste ich auch raten beim GPS-Track erstellen, ob es jetzt hier hoch geht oder darum. Ja. Vom B1 kennen wir das ja schon hier, ne? Aber wir laufen jetzt anders hoch als damals. Hui, hier ist der Wein irgendwie schon viel weiter als in Heppenheim, oder? Seht ihr das auch so? Ja, 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 jetzt erinnere ich mich auch noch. Schaut gerne noch mal rein in das B1 Video zum Kirschbergweg heißt das, glaube ich. Jetzt kann der bitte voranfahren. Was ist jetzt los? Hier standen wir damals. Haben uns hier die Weinlagenwanderung so ein bisschen angeguckt. Und ich erinnere mich, wie mir dort der Akku auch abgeschmiert ist und ich dann erzählt habe, schaut gerne in das Video rein, nicht der Akku ist mir abgeschmiert, sondern die Kamera, weil ich da noch diese defekte SD-Karte hatte, sowas. Und da habe ich zum ersten Mal von der Weinlagenwanderung erzählt. Guten Tag. Hallo. Da habe ich davon erzählt, dass ich die gerne mit euch mal laufen würde und nicht genau weiß, ob ich das schaffe im Stück. Und so, jetzt ist wieder die Frage, wo geht's lang? Nichts zu sehen. Rechts sagt meine Navigation, die PDF. Und damals hatte ich bereits diese erste Mail geschrieben, worauf ich bis heute keine Antwort erhalten habe. Ich habe gefragt, wie sieht das aus mit dieser Feststrecke? Ändert die sich von Jahr zu Jahr? Gibt es da GPS-Tracks und so weiter? Keine Reaktion.
Ja, hier macht man wo ganz neu Weinberge. Was mit den alten war, keine Ahnung. Will man jetzt eine andere Sorte anpflanzen? Waren die alten nicht mehr tauglich? Aus irgendwelchen Gründen. Ich kenne mich da ja nicht aus. Wenn ihr da mehr zu wisst, bin ich daran sehr interessiert. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Guten Tag. Guten Tag. Falls jetzt mein Akku bald leer sein sollte, wäre das hier eigentlich ein toller Punkt, um mal zu pausieren. Hier sehe ich jetzt auch wieder so ein Zelt. Hier gibt es jetzt wohl auch. Und so zwei Dixie-Klos. Also hier wird man wohl Wein probieren können. Hier, genau. Und dahinter kann man dann auf Toilette gehen. Und da oben, das seht ihr ja schon, das Kaffeehäuschen. Dann schauen wir mal, was sagt der Akku. 38%. Nee, weil das mein guter Akku ist, kann ich hier auf keinen Fall schon aufhören. Der macht noch 20 Minuten mindestens, die darf ich nicht verschenken. Hinten sieht man schön die Starkenburg. Ja, und der Berg, der hier direkt vor uns liegt, das ist der Hemsberg. An dem sind wir eben vorbeigelaufen. Ja, seht ihr das? Hinten die Starkenburg, vorne der Hemsberg. Sind. Guten Tag. Ja. Ja, das ist der korrekte Weg. Wir laufen jetzt über diesen Weg hoch zum Kirchberghäuschen fast. Wir laufen dann so in wenigen Metern Abstand dran vorbei. Der Burgensteig, der läuft so richtig durch. Das gefällt mir besser. Ich sollte noch einen Schluck trinken. Das war nicht nur ein kleiner Schock. Ja, so wie ich es jetzt gerade auf meinem Handy gesehen habe, läuft die Weinlagenwanderung jetzt aber hier einfach geradeaus weiter hoch und nicht zu diesen Klos. Aber gut. Hier leider wieder sehr schlecht ausgeschildert. Sehr schlecht heißt, ich sehe kein einziges Schild hier. Was haben wir hier drauf zu sehen? Nee, es hilft uns auch nichts. Aber schöner Ausblick auf Bensheim, muss man sagen. Hier sollte ich vielleicht noch ein paar Fotos machen, die sich dann vielleicht sogar eignen als Thumbnail für dieses Video.
Und das Wetter ist für mich ehrlich gesagt perfekt, weil es eben nicht so krass die Sonne scheint. Damit habe ich da so Probleme. Für die Aufnahme, fürs Video ist richtig starker Sonnenschein das Beste, weil es dann wirklich die Farben leuchten und es wahnsinnig toll aussieht. Aber irgendwie muss ich ja auch an meine Gesundheit denken. Von daher freue ich mich mehr darüber, dass das Wetter nicht so sonnig ist und trotzdem nicht regnet. Ja, hier. Ach, hier läuft jetzt der wirkliche B1 lang. Der war ja auch so schlecht markiert an der Stelle, dass wir dann einen anderen Weg hatten, bis wir ihn wieder entdeckt haben. Aber das spricht stark dafür, dass wir hier richtig sind auf der Weinlagenwanderung. Hier sehe ich jetzt auch wieder ein Hinweisschild. Genau. Wir kommen aus der richtigen Richtung und wir laufen jetzt nach rechts. Und hier ist eben das Cashback-Häuschen. Oh. Mini-Bokus und so weiter. Wo sind wir? Hier. Kirschberghäuschen. Hier, wo wir gerade sind, waren wir schon mal beim B1. Starkenburg hinten zu sehen. Richtig schöner Ausblick hier. So, mein Handy sagt 70% Akku noch. Das heißt, 30% haben wir schon runter gewirtschaftet. Aber dann waren wir jetzt in dieser mit dem zweiten Akku wesentlich sparsamer, was den Handy-Akkuverbrauch betrifft. Das stimmt nicht positiv. Denn ich glaube, als ich den Akku gewechselt habe, zum ersten Mal, also bislang auch zum einzigen Mal, wir sind ja gerade beim zweiten Akku, da hatten wir schon 82%, haben also 18% schon runtergewirtschaftet. Und jetzt für die zweite Dings nur noch 12%. Wobei die zweite jetzt schon länger dauert als die erste, also das ist wirklich ein sehr gutes Zeichen. Ich denke, es liegt aber auch daran, dass ich jetzt nicht ständig drauf gucke, um zu überprüfen, ob wir noch richtig sind. Da hilft mir natürlich, dass das in Bensheim richtig gut markiert war. Zum Kirschberg hoch nicht mehr so gut, aber jetzt hoffe ich mal, dass es jetzt wieder Fahrt aufnimmt. Hier wieder eine Bank und wir sehen hier, gut, das Schild ist ein bisschen, das sollte weiter nach, hier kann man das irgendwie drehen, nee. Der muss mehr in die Richtung zeigen. Hier sind wir auch wieder auf dem S1, auf dem Hessentagweg. Und natürlich auch auf dem, was ist natürlich, wir sind zusätzlich auch auf dem Burgensteig, auf dem kommunalen Kirschbergweg und auf dem lokalen Kirschbergweg. Den haben wir noch nicht gemacht. Den habe ich auch noch vor mit euch. Dieses weiße B1 und
gelbe 1. Heißt beides Kirschbergweg, sind aber verschiedene Wege, haben aber bestimmte Strecke gemeinsam. So, wo geht's jetzt weiter? Da muss ich jetzt doch mal kurz nur mal gucken. Meine Planung sagt, hier geht's weiter. Kann aber auch sein, dass das ein kleiner Fehler war. Ich habe das ja nur so nachgebaut. Macht aber keinen Ach, nee, ich sehe gerade, da ist das Schild. Also das ist jetzt eben, das wäre jetzt nur eine kleine Abkürzung gewesen. Wir kommen gleich wieder auf den, das macht eigentlich keinen großen Unterschied, aber ich will es ja hier ordentlich machen. Da habe ich es aber gerade entdeckt. Also dann geht's hier lang und jetzt links. Also es läuft letztendlich auf selbe hinaus. Hier seht ihr es wieder, ne? Stelle ich mir aber doch die Frage, wie viel Akku haben wir jetzt noch? 29%, super! Da können wir noch eine ganze Weile laufen. Wenn das eben nur 5% gekostet hat, da seht ihr, das hätte eigentlich keinen großen Unterschied gemacht, ob wir hier rausgekommen sind. Und hier kann es tatsächlich auch, ist es möglich, dass das mein Fehler war, dass es in der PDF richtig markiert war, dass es hier quasi diese Ecke macht und dass ich da ein bisschen nachlässig war und da man setzt ja dann immer so Wegpunkte und guckt dann, ob zwischendrin alles passt. Und dann habe ich vielleicht übersehen, dass das an der einen Stelle nicht passt. Da hätte ich einen Wegpunkt mehr setzen müssen. Der hat natürlich erstmal die Abkürzung genommen. Das kann ich jetzt von hier aus nicht sagen. Schau doch einfach mal selber in die PDF und schaut nach, wer recht hat. Guten Tag. Da geht es hier zu 7 durch den Wald, wenn ich richtig jetzt gezählt habe. Erinnert mich an die 7 Zwerge, die waren ja auch viel im Wald unterwegs. So, Gedenkstätte am Kirschberg, die kenne ich, aber da laufen wir jetzt nicht hin, wie uns dieses Schild verrät. Wir laufen jetzt geradeaus weiter, putzen aber noch mal kurz die Nase. Na? Ach, die Tempos habe ich hier so ein bisschen versteckt. Oder wie ist das? Wo sind sie denn? Ja. Weiter geht's, Freunde. Ja, das ist so ein kleiner schmaler Pfad hier runter, dass ich den jetzt nicht consider. Ich mag ja auch so Waldwege. Sowas gefällt mir irgendwie noch viel besser als durch die Weinberge. Ah, hier haben wir wieder so einen. Also das ist jetzt mal eine andere Markierung als sonst. Ne? Sonst haben wir ja immer diese Täfelchen. Hier haben wir wirklich mal was auf den Baum gemalt. Und was dieses T hier ist unten, das, keine Ahnung. Das sagt mir nichts. Wenn ihr dazu was wisst, schreibt bitte in die Kommentare. Das interessiert mich echt. Ja, also für die Weinlagenwanderung ist eigentlich Waldabschnitt unpassend. Ne? Man soll ja durch die Weinlagen wandern. Aber ich persönlich mag Wald ja sehr. Da ist man im Schatten, da ist es ein bisschen kühler. Die Luft, finde ich, ist auch nochmal eine viel bessere im Wald. Von daher beklage ich mich gar nicht. Ich bin ganz glücklich über diesen kleinen Waldabschnitt. Ich gebe nur zu bedenken, dass es nicht so ganz zum Konzept der Wanderung passt. Aber wahrscheinlich konnte man das jetzt auch nicht viel besser machen. Man wollte die Weinlagen am Kirschberg
präsentieren und jetzt muss man halt mal ein bisschen durch den Wald gehen. Ich meine, wir sind ja auch viel durch besiedeltes Gebiet gelaufen in Bensheim. Ja, da war natürlich auch kein Weinberg. Die Kamera eigentlich noch sauber. Mir ist gerade ein bisschen Wasser ins Gesicht gespritzt von dem Schlauch. Da hatte ich Angst, dass ein Tröpfchen auf der Linse landet. Hallo. Jetzt gucke ich doch mal, ob wir noch richtig sind, weil es mir jetzt schon komisch kommt mit der langen Waldstrecke. Aber mein Handy sagt, das passt. Ich hoffe nur, manchmal macht es das Handy. Wenn man eine ganze Weile falsch läuft oder vielleicht auch gar nicht so eine lange Weile, dann denkt er sich einen neuen Weg aus. Und dann sieht es so aus, als sei es sogar richtig. Das heißt, man muss rechtzeitig drauf schauen, bevor das quasi umspringt. Aber gut, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob das passiert ist. Aber wir hatten ja auch gerade diese offizielle Markierung hier. Ich würde mich über eine sogenannte Beruhigungsmarkierung freuen. Aber die werden hier leider sehr sparsam eingesetzt. Also in dem Abschnitt, wo es jetzt hier immer geradeaus geht, meinen die Weinlagerleute nicht beruhigen zu müssen. Oder wir sind tatsächlich falsch. Das wäre natürlich auch möglich. B1 sehen wir, also hier waren wir schon mal. Ja, hier sind wir schon mal lang gelaufen. Ich mag das total, wenn man so für den Kanal neue Wege läuft, die auf einmal so alte Wege, die man schon kennt, für den Kanal miteinander in Verbindung bringen, so dass man sieht, so klein ist die Welt. Das kennen wir schon und das, aber das haben wir nie in Zusammenhang gesehen. Und jetzt hat es diese Weinlagenwanderung hat's jetzt verbunden. Was sagt denn mein Akku eigentlich? Ich guck besser nicht drauf, denn jeder Blick auf den Akku verringert dessen Kapazität, weil das Display dafür der Kamera leuchten muss. Wir hatten ja eben 29% und es hat ziemlich lang gebraucht, für mein Empfinden diese 5% von 34 auf 29 zu verbrauchen. Von daher wird es jetzt auch noch ein Weilchen halten. Guten Tag. Na, wo geht's jetzt weiter? Entschuldige, Papa. Ja. Hallo. Vorsichtig, Julian. Hast du den Mann gesehen? Mal gucken. Ja, geht es jetzt hier weiter oder auf dem Parallelweg? Ah ne, es geht tatsächlich hier weiter. Guten Tag. Aber auch hier vermisse ich die passenden Wegweiser. Also hier mal wieder schlecht markiert. Das wechselt sich ab. Oder wir sind wirklich falsch. Ich
Vielleicht trauen die sich nicht so, hier so Schilder zur Weinlagenwanderung aufzustellen, weil wir hier überhaupt nicht in den Weinlagen sind. Vielleicht finden die das selbst ein bisschen peinlich, dass der Weg hier lang führt. So langsam könnten wir auch schon in dem Bereich sein, den man zu Auerbach zählen kann, oder? Vertue ich mich hier. Wenn man so weit östlich ist von der Bergstraße und nicht mehr so den Zug hat, dann vertut man sich vielleicht leicht. Da vorne sind ganz viele Dixie-Klos. Das spricht dafür, dass wir richtig sind. Wahrscheinlich ist dann da mal der geeignete Moment, um zu pausieren. Weil so lange wird es mein Akku ja dann doch nicht mehr machen. Da sind auch super viele Bierbänke und sowas. Das könnte alles Apfelwein, steht glaube ich auf dem. Ja, das wird zum Fest gehören. Machen wir hier mal ein paar Fotos. Also hier kann man sich dann gut vergnügen. Jetzt hoffe ich, dass der Weg uns da auch gleich hinführt. Nochmal aufs Handy gucken. Ja, das sieht noch aus, als liefen wir richtig. Ach, ich glaube, da vorne haben wir endlich mal wieder eine passende Markierung. Das tut doch gut. Na, was habe ich gesagt? Hier, die bestätigt nicht nur, dass wir richtig laufen, sondern auch richtig gelaufen sind. Also das sieht mir mehr nach dem Weg aus, über den wir gekommen sind, als nach dem. Übrigens, die kenne ich, die kann man so oder so laufen. Das führt auf selbe hinaus. Aber das ist ja jetzt hier keine Freiwanderveranstaltung von mir, sondern ich mache hier ja nur ein hochoffizielles Video über die Feststrecke der Weinlagenwanderung und da macht es natürlich einen gehörigen Unterschied. Vielleicht mache ich hier kurz Pause. Weiter geht's. Wir haben wieder einen neuen Akku in der Kamera. Wir haben also wieder die Kamera kräftiger gemacht. Statt meiner Stoffmütze habe ich jetzt wieder einen Hut auf. Dort ist mir leider jetzt in der Pause gerade beim Festziehen der Bändel an der einen Seite abgerissen. Das ist ein bisschen nervig bzw. blöd. Der Hut war recht neu. Muss mal gucken, ob ich das selbst wieder annähen kann oder ob ich da reklamiere. So. Wo geht es jetzt für uns weiter? Ja, jetzt geht es für uns hier einfach dran vorbei, glaube ich. Ich denke, dass das hier schon irgendwie Festgelände ist, aber die offizielle Feststrecke, der Wanderweg, läuft jetzt wohl hier weiter.
Guten Tag. Hallo. Ich prüfe nochmal auf meinem Handy. Ja. Ui. Jetzt ist der Hut mir weggeflogen, weil eben der Bändel, wie gesagt, fehlt. Guten Tag. Also wir sehen es, wir sind hier richtig. Und ich versuche mal, während ihr euch die Tafel durchlesen könnt, den Hut wieder richtig aufzusetzen. Ja. Ja, wir sind jetzt kurz vor dem Fürstenlager, aber ob wir wirklich durchkommen, ich glaube nicht. Hier könnte man jetzt links hoch und dann da oben runter. Den Tempel zum Beispiel würde man dann passieren, wenn man wollte. Aber das sieht die Weinwagenwanderung, glaube ich, nicht vor. Die läuft jetzt hier diesen Weg weiter. Nochmal überprüfen. Ja, so ist es. Ich bin jetzt übrigens guten Mutes, dass ich das sowohl akkumäßig für die Kamera als auch akkumäßig meines Handys schaffe. Daran hatte ich ja so ein bisschen gezweifelt bei der ersten Pause. Jetzt gerade hatte ich die zweite Pause und es sieht jetzt einfach viel besser aus. Ja. War ich bei 68% oder sowas bei der Pause beim Handy, ich weiß nicht genau. Und es kommen nur noch so 6 bis 7 Kilometer. Die Hälfte haben wir also schon gut hinter uns. Ich habe aber noch 4 frische Akkus für die Kamera. Gut, die sind nicht alle beste Qualität, aber immerhin. Und das Handy ist auch noch weit über 50%. Also, da sehe ich jetzt kein Problem mehr. Ich denke jetzt auch, 6 Kilometer oder das, was wir jetzt noch vor uns haben, das schaffen wir nicht in einer Akkuladung, aber in 2 fürs für die Kamera sollte das gut möglich sein. Also noch eine weitere Pause. So plane ich jetzt. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Ja. Ist ja auch nicht mehr so weit, wenn man sich das mal so vorstellt, dass wir jetzt schon, dass jetzt schon eigentlich zu Auerbach gehört, wo wir gerade sind. Und dann kommt nur noch Zwingenberg. Und dort hört zwar der Weinlagenweg nicht auf, aber die Weinlagenwanderung. Die führt dann noch runter, wieder an die Bergstraße, abseits vom Weinlagenweg. Aber das sehen wir dann. Wenn ihr euch mal anschaut, das Ende meiner Blütenweg Etappe 1 bzw. der Anfang von Etappe 2, das ist ja exakt dieselbe Stelle. Und da habe ich auch noch mal reingeguckt. Und dort in dem Video seht ihr direkt diesen Weinlagenweg in beide Richtungen, nach rechts und nach links. So, jetzt geht es hier nach links, wie wir sehen. Hier sind jetzt auch einige nette Wegweiser vom Odenwaldclub. Aber für uns geht es jetzt hier lang.
Ja, also wenn ihr euch diese Stelle mal anschaut, Ende Etappe 1 oder Anfang Etappe 2, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist dieselbe Stelle. Dann seht ihr, wie der Weinlagenweg auch Richtung Nord-Süd weiterläuft. Aber an der Stelle verlässt die Feststrecke. Ich glaube, es war die Stelle. Werden wir dann nachher sehen, aber dort verlässt dann, so wie ich es im Kopf habe, die Feststrecke den Weinlagenweg und man läuft dann orthogonal dazu Richtung Westen runter auf die Bergstraße und dann ist man am Ende der Feststrecke, während der Weinlagenweg irgendwie noch weiter nach Alsbach oder was weiß ich wohin läuft. So, wo laufen wir jetzt lang? Aha, da sehe ich jetzt doch so einen Tempel. Das gehört jetzt schon zum Fürstenlager, sag ich mal. Ja, und für uns geht es jetzt da wohl runter. Und hier sehen wir einige Wegweiser. Also einige Hauptwanderwege auch. Drei an der Zahl, 1, 2, 3. Zwei von diesen 60 Qualitätswanderrundwegen. Und dann noch so ein lokaler unten drunter. Also hier an der Stelle werden wir uns, sofern ich die alle mal laufe, noch häufig sehen oder treffen. Und hier haben wir Klohäuschen oder sowas. Ja. Nach meinen Aufzeichnungen geht es jetzt hier aber rein, oder? Nee. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Geht es jetzt sogar hier hoch? Habe ich genau falsch rumgelesen? Ja. Hier geht es jetzt lang. Ah, das ist aber schön. Hier haben wir noch mal einen schönen Ausblick auf manche Berge des Odenwalds. Da kann man auch schön sitzen, wie man sieht. Ja, toll, dass es hier jetzt noch mal hochging. Ach ja, und das hätten wir auch viel schneller haben können, ne? Das ist, glaube ich, der Weg, wo ich vorhin meinte, da kann man jetzt auch direkt hoch. Da unten sehen wir den Parkplatz mit diesen Dixie-Klos, wo wir vorhin dran vorbeiliefen. Und hier sehen wir die Starkenburg. Ups, seht man klein im Hintergrund. Und hier sieht man einen noch viel größeren Berg. Das ist vielleicht der Kesselberg oder sowas. Und da hinten der Krehberg mit dem Sendeturm. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau, was das für ein Berg ist. Und hier ist wieder so ein Stand, wo man Wein probieren kann, dann übermorgen. Ja, sehr schön. Und hier sind wir auch wieder an den Weinbergen. Das passt doch besser. Nur, dass es eben nicht hier markiert war, stört mich so ein bisschen. Guten Tag. Da war gerade so eine nette Hütte, wo man suchen kann. Ich zeige das mal kurz. Ach so, Entschuldigung. Vielleicht ist auch das der richtige Weg jetzt hier gewesen. Aber da fand ich den Weg, den wir gerade gelaufen sind, viel, viel schöner. Trotzdem muss ich natürlich
das berichtigen. Ich werde ihn jetzt mal kurz einblenden, indem ich da runterlaufe. Aber das ist hier eh nicht so richtig markiert. Und diese ganzen Wanderwege machen das hier nach rechts. Also ja, ob man jetzt hier langläuft oder da, ist natürlich, stört, juckt kein Schwein. Aber wir wollen es ja ordentlich machen, deswegen der kleine Kommentar hier noch an der Stelle. Vielleicht war das aber auch nur ein kleiner Setzfehler. Das kann auch gut sein, ja. Das ist möglich, dass ich bei der PDF, als ich das umgesetzt habe in einen GPS-Track, dass ich an der Stelle nicht genau aufgepasst habe. Und dass es schon richtig war, wie wir gelaufen sind. Jetzt geht es hier weiter, geradeaus, und ja, hier vermisse ich wieder sehr stark die Markierung. Ja, hier kommt man nichts mit, da unten ist laut Musik, so dass man sogar hier oben hört. Aber echt toller Ausblick auf die Berge des Odenwalds hier, muss man mal sagen. Ich sollte mal ein bisschen mehr reden, dass die Musik nicht so durchkommt zum Audio des Videos. Nicht, dass mir YouTube am Ende noch ein Copyright-Problem bereitet. Also da wäre ich echt sauer auf die Leute, die da die Musik so übertrieben laut anhaben. Also reden wir einfach mal, um die Musik zu übertönen. Ja, schade, ich höre sie immer noch. Schade, dass sie nicht mal ausgestellt wird, diese blöde Musik. Wir nähern uns wieder der Bergstraße. So langsam kann ich wieder Bensheim sehen. Hier sehen wir mal wieder einen Hinweis, der uns sagt, wir sind noch richtig. Das tut auch mal gut. Hier hat man eine schöne Bank oder sogar noch eine zweite. Kann hier also wirklich gut mal Rast machen und den Ausblick genießen, wenn da nicht diese nervige Musik wäre. Jetzt schauen wir mal uns an, ob wir hier nach rechts wollen oder noch weiter geradeaus. Wir wollen noch geradeaus, sagt mein Handy. Ja, und jetzt, ich höre sie noch ganz leicht, die Musik, aber jetzt ist sie hinterm Hügel, sage ich mal, und der schluckt viel Schall. Also jetzt ist es ein bisschen angenehmer. Oh, hier ist Party angesagt. Das ist die nächste Musik. Ach du. Eieiei. Jetzt hoffe ich mal, dass es hier. Ich guck mal kurz schon vor. Jetzt müssen wir hier scharf rechts und dann wieder links. Ich versuche die ganze Zeit zu reden, dass das jetzt nicht so auf die Aufnahme kommt. Tri, tra, tralala. Hier ist wohl Vatertag am 29. April. Ein bisschen merkwürdig. Wir laufen direkt weiter. Wir lassen uns nicht ignorieren. Wir lassen uns nicht stören von der Musik, sage ich. Gerade, aber in Wahrheit stört es mich ziemlich viel. Also was mich am meisten stört, ist eben, dass ich nicht möchte, dass YouTube hier ein Copyright-Problem bekommt. Also wenn ich jetzt hier ohne Video da wäre, würde ich das jetzt nicht gestört. So. Hier sind wir jetzt also wieder in den Weinlagen. Das passt besser zum Thema des Weges. Und da oben ist jetzt mal wieder so ein alter Hinweis, wie wir es die ganze Zeit in Bensheim gesehen haben. Diese zwei Richtungspfeile. So sieht es mir von hier aus aus. Guten Tag.
bin hier gerade ein bisschen verwirrt. Hier sehe ich so ein B als Blütenweg. Sind wir hier lang gelaufen mit dem Blütenweg? Oder ist das ein Fake B? Ich bin gerade echt verwirrt. Lief der Blütenweg hier lang? Schauen wir mal, ob es jetzt noch ein B kommt. Eigentlich kenne ich doch den kompletten Blütenweg. Und ihr kennt ihn auch. Ich habe ihn euch hier hochgeladen. Und ich erinnere mich jetzt gerade nicht daran, hier vorbeigelaufen zu sein. Nochmal drüber nachdenken, wie... Jetzt erinnere ich mich wieder ein bisschen an den Teil hier. Jetzt, ich musste kurz rekapitulieren, wie ist der Blütenweg denn jetzt zum Beispiel von der Bachgasse aus nach Bensheim reingelaufen? Oder wie lief das ab? Und da hatte man am Anfang so ein Auf und Ab. Und da habe ich so ein bisschen von meiner Kniegeschichte erzählt und meinem Arztbesuch und so weiter. Mit MRT und so. Wobei das MRT-Ergebnis da, glaube ich, noch nicht vorlag. Ja, das war dann ganz lustig. Beim MRT kam raus, von dem, was der Arzt vermutet hat, konnte nichts gesehen werden. Sah alles super aus, aber offensichtlich ist es nicht alles super, sonst hätte ich ja die Probleme nicht. Also das war ein bisschen nichtssagend und deswegen laufe ich jetzt auch wieder weiter. Auch stark Höhenmeter, habt ihr ja alles gemerkt. Und es geht dieses Jahr, beziehungsweise geht dann, seitdem ich weiß, dass mit dem Knie laut MRT alles in Ordnung ist, geht es auch wieder viel besser. Es ist nicht perfekt, aber ich habe jetzt neulich auch mal... ich hatte ja vorhin erzählt, jetzt gucken wir noch mal kurz, ob wir hier richtig laufen. Ja, laufen wir. Ich hatte ja vorhin erzählt, was so meine zwei persönlichen Wanderziele für dieses Jahr sind. Einmal eine Wanderung von 42 Kilometer Länge, beziehungsweise Marathonstreckenlänge mindestens zu laufen. Das war Ziel 1, beziehungsweise ist kein Problem, wenn ich das andere Ziel zuerst erfülle. Ziel 2 ist nämlich eine Wanderung zu laufen. Ah, hier haben wir auch wieder so ein B vom Blütenweg. Also das muss ich dann echt mal kontrollieren. Ob das jetzt hier wirklich dieser Streckenabschnitt war. Hier steht auch Blütenweg. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen irritiert. Guten Tag. Hallo. Und das Ziel 2 war eine Wanderung mit mindestens 1000 Höhenmetern. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Und zu Ziel 2 habe ich noch nicht erreicht. Das steht noch aus, aber da habe ich in dieser Hinsicht einen neuen Rekord für mich aufgestellt vor ein paar Tagen. Da bin ich nämlich private Wanderung gelaufen, die ungefähr 2/3 Kilometer hochging. 660 Meter waren das, glaube ich, was mir die App angezeigt hat am Ende. Ja. Das heißt, 2/3 von meinem Ziel habe ich schon erreicht, aber das hilft natürlich nichts. Also es zeigt mir, und das ging ganz gut, da hatte ich überhaupt keine Knieprobleme. Das wollte ich dazu sagen, ja. Also in der Hinsicht, Knieprobleme kommen ja vor allem von den Höhenmetern bei mir. Ich habe einen neuen Rekord aufgestellt und ohne Probleme heißt irgendwie, ja, kommt mein Knie inzwischen damit besser klar. Ich denke, dass es daran liegt, dass die Muskeln ums Knie herum einfach besser trainiert sind, ja. Die können das besser, denn ich denke, die Probleme kommen vor allem dann zum Tage, wenn die im Muskel nicht mehr stark genug sind und es dann viel mehr aufs Gelenk geht. Und wenn ich viel wandere und viel trainiere sozusagen, dann lernen die Muskeln stark zu sein und stärker zu werden. Ja, also das schaue ich mir definitiv auch nochmal an. Falls ich es nicht vergesse,
die Blütenwegpassage von ab der Kirche da in Auerbach bis dann hier nach Bensheim rein oder am Kirchberg, wo wir dann langlaufen, ob das wirklich hier diese Strecke war. Ich kann mich gerade nicht so richtig dran erinnern, aber hier kommt wieder ein B. Das wird wohl schon so gewesen sein. Ich war halt so mit meinen Knieerzählungen abgelenkt. Und es ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Wann war das damals? August oder so habe ich das vielleicht gemacht. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Aha, da unten sehen wir einen Lidl. Mein Handy hat jetzt aktuell noch 62% Akku und wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sollten jetzt gleich bei der Bachgasse, also erstmal bei der Kirche und dann bei der Bachgasse unten rauskommen. Und dann gibt es da so eine kleine Stelle. Eigentlich folgen wir dann dem Blütenweg. Ja, hier erinnere ich mich ehrlich gesagt jetzt wieder dran. Hier waren wir schon mit dem Blütenweg. Dann gibt es so eine kleine Stelle nach der Bachgasse. Da macht der Weinlagenweg einen kleinen Schlenker, den der Blütenweg nicht macht. Oder die haben das falsch eingezeichnet. Aber das habe ich mir in der PDF-Datei ganz genau angeschaut. Also das werde ich euch gleich zeigen. Das ist spannend. Darauf freue ich mich schon auf die Stelle. Ja, hier kommt es mir jetzt wieder bekannt vor. Na, dann habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen vertan, beziehungsweise habe das nicht mehr so wiedererkannt. Hier haben wir jetzt bald auch diesen netten Mann getroffen. Das war ja der Start von Etappe 3, wo wir gleich hinkommen. Hier, Weinlagenwanderung, ne, Blütenweg auch, aber hier erinnere ich mich wieder. Also hier passt es jetzt gut zusammen. Überall hier hat man Bänke. Das finde ich richtig toll. Ja, das Fürstenlager haben wir jetzt so ein bisschen gemieden. Das werden wir aber noch auf anderen Wanderungen sehen. Zum Beispiel, wenn wir den A1 machen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist einer von diesen 60 Qualitätsrundwanderwegen des Odenwalds. Den A1 möchte ich definitiv dieses Jahr mit euch zusammenlaufen. Der geht zum Auerbacher Schloss hoch. Allerdings, ja, das ist wieder so ein bisschen blöd. Er führt nicht rein ins Schloss. Also man bleibt noch so ein bisschen weg vom Schloss und dann gibt es halt, der ist eigentlich schon so gedacht. Also jemand, der den A1 läuft, der soll dann natürlich das Auerbacher Schloss auch besichtigen. Aber der offizielle Weg, der nimmt dann noch ein bisschen Abstand und läuft dann einfach weiter. Es gibt dann so einen kleinen schmalen Pfad, den man noch zum Schloss läuft und sich das Schloss angucken kann. Aber das macht der A1 eben nicht mit. Was heißt das für mich, wenn ich den A1 euch präsentiere auf dem Kanal? Werden wir wahrscheinlich das Auerbacher Schloss nicht zu Gesicht bekommen. Das widerspricht meinem Kanalmotto, ne? Ja, hier war das. Hier haben wir diesen einen Arbeiter angetroffen, der so nett war. Erinnere ich mich dran. Mal der Blütenweg. Ach so, ja, genau. Der Blütenweg geht dann sogar hier weiter. Das heißt, wir haben gerade den Blütenweg kurz verlassen. Der Blütenweg geht hier weiter und hier geht der Rheinlagenweg hoch.
Guten Tag. Steilen Weg hoch. Ja, hier sehen wir sie jetzt, die Bergkirche Auerbachs. An der laufen wir jetzt vorbei und kommen dann runter auf die Bachgasse. Hier gibt es noch so eine schnelle Treppe, aber die Weinlagenwanderung zieht einen anderen Weg vor. Oder? Ich guck nochmal. Ja, an der Treppe vorbei. Zu unserer Linken haben wir den Friedhof. Hier sind wir auch nicht nur auf dem Blütenweg, sondern auch auf dem Nibelungensteig. Und dieses gelbe Quadrat, das wir da gerade gesehen haben, das ist der HW 20, glaube ich. Könnte auch 22 sein, aber ich tippe mal 20. Da sind wir gerade die. Ah ja, Vierländerweg. Ja, so heißt der. Stand da gerade drauf. Klärt nicht die Frage, ob es der HW 20 oder der HW 22 ist, aber ich glaube, es ist der HW 20. Der geht durch Bensheim durch. Im Gegensatz zum anderen, ich sag mal HW 22 jetzt, der ist mit einem grünen Zeichen markiert. Ich überlege gerade, was war das Grünes? Vielleicht eine Raute? Ich bin mir gerade nicht sicher. Der eine startet in Bensheim und geht, also der HW 22, sage ich jetzt mal, und der geht nach Waldürn, glaube ich. Während dieser Vierländerweg heißt eben so, weil er durch vier Länder geht, also Bundesländer, denke ich mal. Und der geht dann noch wesentlich weiter in den Westen. Ja, Saarland und Rheinland-Pfalz wahrscheinlich oder so. Genau. Und was macht er dann noch? Hessen ist er hier gerade und läuft er dann nach Baden-Württemberg oder Bayern? Eins von beidem. So wird er seine vier Länder zusammenbekommen. Tipp ich mal. Ja, hier geht es steil runter und ich habe heute leider keine Wandersocken anziehen können und ich merke, dass es mir gerade Probleme bereitet im linken Fuß, schon seit unserer letzten Pause, aber hier beim Bergab ist es am auffälligsten. Das reibt so am vorne am, na wie heißt das? Guten Tag. Wie heißt die Stelle? Das ist nicht der. Oder ist es der Ballen? Ich bin da ein bisschen schlecht informiert. Also unten am Fuß und recht weit vorne da, wo die Zehen so alle zusammenlaufen und wo es dann rund so ein bisschen runter geht. Die Stelle, da reibt der, tut jeder Schritt weh. Aber wir haben es ja nicht mehr weit, von daher sehe ich da jetzt kein großes Problem. Ja, hier sind wir jetzt an der Bachgasse. Hier haben wir damals unsere Etappe 3 gestartet. Guten Tag. Sehr freundlich, die halten an, weil hier ein Zebrastreifen ist. Also hier ging es los mit unserer Etappe 3 vom Blütenweg. Hier ist übrigens die alte Dorfmühle. Kann man schön essen gehen. Und der Blütenweg, wie auch die Weinlagen,
Wanderung, die läuft jetzt hier weiter und jetzt kommt gleich die Stelle, wo die beiden sich laut PDF-Datei kurz voneinander trennen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Fehler in der PDF-Datei ist, dass das hier anders markiert ist. Deswegen hole ich jetzt mal das Handy raus, um das genau zu verfolgen. Genau, wir laufen jetzt hier noch ein bisschen weiter hoch und dann die nächste links. Das macht der Blütenweg nicht. Wir sehen hier führen wieder viele große Wege lang. Der Alemannenweg, Burgensteig, Blütenweg, L2, R1. Und alle gehen jetzt hier nach rechts, aber nicht so nach PDF die Weinlagenwanderung. Die möchte jetzt hier tatsächlich, ohne dass es hier irgendwie markiert wäre, möchte sie hier nach links. Ja, da schreit das Kind zurecht. Das versteht mal einer. Vielleicht, dass wir hier am Elektro-Bastian vorbeilaufen oder was? Jetzt machen wir hier so einen kleinen Umweg. Und dann sind wir aber auch schon wieder mit den anderen Wegen zusammen. Jetzt geht es hier wieder nach rechts. Ah, seht ihr? Das war ernst. Hier sehen wir jetzt die Weinlagenwanderung. Das ist echt so. Also das war nicht ein Fehler in der PDF. Der ist tatsächlich so geführt. Und diese Wegweiser sind ja total vergilbt und verblasst. Da erkennt man ja gar nichts mehr. Das hat, glaube ich, auch nichts mit der Weinlagenwanderung zu tun. Hier sehen wir jetzt übrigens das Auerbacher Schloss schön. Echt tolles Wetter haben wir hier erwischt. Mein lieber Mann. Hier gibt es die Poststuben. Kaffee plus Kuchen, Essen plus Getränke. Und jetzt geht's hier, ohne dass es hier markiert wäre, oder übersehe ich den Wegweiser, jetzt geht's hier wieder hoch. Glaube ich. Ich gucke kurz auf dem Handy nach. Ja. Ja. Kleiner Schlenker. Und dann sollten wir gleich wieder auf die anderen Wege stoßen, die sich diesen Schlenker gespart haben. Ja, wir sind jetzt definitiv in Auerbach. Haben es jetzt nicht mehr so weit. Ja, ich glaube, im Wesentlichen laufen wir jetzt einfach die Etappe 2 meines Blütenwegs rückwärts. Das war ja so eine eingeschobene Mini-Etappe. Alle meine anderen Etappen waren ja wesentlich länger. Da hatte ich einfach noch mal Lust, hatte den Vormittag mal 1-2 Stunden Zeit und bin dann eine gute Stunde mit euch den Blütenweg, eine Bahnhofstation weitergelaufen von Zwingenberg nach Auerbach. Und ich glaube, wenn wir jetzt gleich wieder auf den Blütenweg treffen, wir machen mit der Weinlagenwanderung jetzt nichts anderes. Also das kennen wir jetzt alles schon, nur in anderer Richtung und zu einer anderen Jahreszeit. Also macht auf jeden Fall
Sinn, hier dran zu bleiben. Und hier sehen wir wieder, hier ist es so markiert, dass man feststellt, okay, die Weinlagenwanderung läuft jetzt anders als Blütenweg und Burgensteig und so weiter. Ne? Hier seht ihr, die laufen hier alle nach links, während die Weinlagenwanderung geradeaus läuft. Also das hat dann seine Richtigkeit, dieser kleine Schlenker. Ja, also ist sicherlich auch mal ganz interessant. Diese letzte Etappe des Blütenwegs hier nochmal in anderer Richtung zu sehen und zu einer anderen Jahreszeit. Seht ihr diese wunderschönen blühenden Rosskastanien, sind das, glaube ich. Muss man übrigens aufpassen, ne? Die gemeine Rosskastanie ist keine Kastanie. Übrigens, ich habe jetzt noch eine Zusatzinfo, die ihr noch nicht haben könnt, wenn ihr das Video zeitnah guckt. Ihr habt hier jetzt so eine gelbe Zweige gesehen. Hier sieht man sie auch wieder. Genau. Hier. Ich war vor ein paar Tagen schon mal hier und bin mit euch zusammen diesen Rundweg 2 gelaufen. Das ist vom Parkplatz am Hüllberg. Die 1 sind wir ja letztes Jahr gelaufen, habe sie, glaube ich, erst dieses Jahr veröffentlicht. Jetzt habe ich die 2 hinten dran gehängt. Die Sache ist die, dass das Video zu der 2, die wir da zusammengelaufen sind, höchstwahrscheinlich erst nachträglich online kommt, also nach dem aktuellen. Also wenn ihr meine Videos in der Reihenfolge guckt, wie ich sie hochlade, dann habt ihr den Weg 2 noch nicht gesehen, obwohl für mich sind die Erinnerungen an diesen Weg 2 ja schon da. Also ich kann jetzt davon erzählen, was wir da erlebt haben. Ich will jetzt aber nicht viel vorwegnehmen, will euch ja nicht das Video vermiesen, aber diesen Abschnitt, den wir gerade laufen, sind wir damals in umgekehrter Richtung gelaufen. Das ist für euch aber noch Zukunftsmusik. Wenn ich dran denke, falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare, kann ich ja dann, sobald das Video online geht von der 2, kann ich das oben aufs i legen, aktuell, ja. Dass ihr dann die Möglichkeit habt, einfach rüber zu springen zur 2. Das kann ich natürlich erst im Nachhinein machen, wenn die 2 dann auch online ist. Warum lade ich die Videos in anderer Reihenfolge hoch, als ich die Strecke ablaufe? Nun, grundsätzlich versuche ich die Reihenfolge einzuhalten, also das genau in der Reihenfolge hochzuladen, wie ich es ablaufe. Das macht mir es ja dann auch viel einfacher. Dann kann ich auf vorherige Videos viel leichter Bezug nehmen, weil sonst passen die Bezüge ja nicht richtig. Jetzt zum Beispiel habe ich Sachen in der Erinnerung, die ihr noch gar nicht wissen könnt. Und andererseits hätte ich jetzt eigentlich, als ich die zwei vor ein paar Tagen gelaufen bin, hätte ich ja eigentlich so Sachen sagen müssen, wie erinnert ihr euch an die Weinlagenwanderung, da sind wir ja schon mal lang gelaufen. Konnte ich ja natürlich auch nicht sagen, weil für mich war es noch die Zukunft. Also deswegen versuche ich, damit sowas nicht so oft passiert, eigentlich das genau in der richtigen Reihenfolge hochzuladen, in der ich abgelaufen bin. Ausnahmen gibt es aber trotzdem, nämlich dann, wenn es an aktuelle Events geknüpft ist. Ja, das war neulich das Blütenwegfest. Das musste außerplanmäßig, habe ich am Tag vorne dran geschafft, noch hochzuladen. Das war ja an dem Sonntag, am 16. April, wenn ich mich nicht irre. Und am 14. abends, an dem Freitag, bin ich es gelaufen. Am 15. hatte ich es dann fertig hochgeladen und am 16. war das Blütenwegfest, okay. Und so ähnlich ist es jetzt hier mit der Weinlagenwanderung. Heute am Samstag laufe ich es. Cool wäre es natürlich, morgen am Sonntag, am 30. April bereitzustellen und am 1. Mai, am Montag, ist dann das Event. Aber hier kann ich schon jetzt sagen, das klappt nicht. Ich kriege das. Erstens ist die Wanderung heute viel länger. Das heißt, mein Computer muss viel mehr rechnen, um das fertig zu bekommen.
die Kilometeranzeige unten rechts einzublenden und so weiter. Und das klappt einfach nicht. Und ich muss auch noch auf eine Festplatte warten. Also das werdet ihr erst Anfang Mai bekommen. Aber trotzdem möchte ich es möglichst zeitnah zum 1. Mai dann auch online stellen. Deswegen also dieser kleine Ausreißer, wo wir jetzt mal kurz wieder die Chronologie verlassen, um passende Events zu featuren. Ja, also für mich ist dieser Weg jetzt hier doppelt bekannt. Einmal Blütenweg, einmal die 2. Und für euch kennt ihr es zumindest vom Blütenweg, von Etappe 2. Wie viel Akku haben wir aktuell noch? 37%. Ja. Das wird nicht mehr bis zum Ende durchhalten. Das heißt, einen Wechsel brauche ich noch. Aber das könnte der letzte, das sollte dann der letzte sein. Vielleicht ist es passend. Wir kommen ja jetzt gleich wieder, das kennt ihr ja vom Blütenweg, zu diesem Parkplatz am Höllberg. Da werde ich es dann einfach so machen. So ist jetzt mein Plan zumindest, dass ich dort dann den Akku wechsle. Ich habe, weil ich gerade so am Erzählen war, überhaupt nicht auf die Markierung geachtet. Aber ich glaube, ich habe mir das auch vorher angeguckt, das ist eine wirklich parallele Strecke, die ich jetzt schon gut kenne. Bin sie vor ein paar Tagen gelaufen, nur in eine andere Richtung. Kann man nicht viel falsch machen. Links habe ich auch gerade wieder die 2 zur Bestätigung gesehen. Ach, jetzt hat man hier auch Dixie-Klos aufgebaut. Also hier könnt ihr dann auch auf Toilette. Aber die Infos kommen natürlich für euch zu spät. Wie eben erklärt, kommt das Video erst Anfang Mai hoch, wenn der 1. Mai schon der Vergangenheit angehört. Hallo, die Damen. Die haben Spaß. Das ist ja in Ordnung. Und zum Glück hatten sie keine Musik an. Dann gibt mir das keine YouTube-Copyright-Problems. Hier zur Rechten geht es jetzt nicht hoch. Hallo. Sondern hier. Ja, hier vermisse ich auch aktuell wieder die passenden Markierungen. Ja, ist aber mal ganz nett, den Weg, den man schon kennt und mehrfach gelaufen ist, mal in die andere Richtung zu laufen. Das Einzige, was gerade nicht so nett ist, mein linker Fuß da vorne, die Schmerzen, die, glaube ich, die Reibung, die jetzt hier aufgrund der falschen Socken entstehen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht mehr weit und es ist nicht so schlimm. Ich glaube nicht, dass mir jetzt hier
dass ich damit noch lange zu kämpfen haben werde. Ich habe jetzt heute zum Glück nicht die 42 Kilometer Tour vor mir. Dort wäre das jetzt ein ernsthaftes Problem. Wenn ich... Das könnte mir schon stark zu schaffen machen. Aber hier aktuell, glaube ich, einfach ignorieren. Das sind ja auch keine, da weiß man ja, das kommt von Reibung, diese Schmerzen. Das ist jetzt wirklich kein, da ist jetzt kein Gelenk, was drunter leidet. Da einfach mal die Zähne zusammenbeißen. Da kenne ich viel schlimmere Schmerzen. Ja, auch hier wieder keine Weinlagenwanderung-Markierung. Das ist echt ein bisschen schade. Auch wenn die abschnittsweise recht gut markiert ist, ist sie im Großen und Ganzen schlecht markiert. Muss man einfach so festhalten. Egal, was jetzt noch in Zukunft kommt, für die letzten Meter, dieses Gesamtfazit kann sich eigentlich nicht mehr ändern. Denn selbst wenn das jetzt perfekt markiert ist ab hier, dann war es trotzdem bis hierhin nicht optimal. Bei weitem nicht optimal. So, jetzt haben wir es fast. Wir sind gleich auf dem Parkplatz. Hier kein Durchgang, kein Weinlagenwanderweg. Aha, interessant. Hoch. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Die 2 sieht, das ist ein super neuer Pfosten. Das sieht so aus, als würde man hier hochlaufen mit der 2. Ist, der war, glaube ich, vor ein paar Tagen noch nicht da. Und ich bin die 2 hier runtergelaufen mit euch. Ja, schaue ich mir mal an, ob der Pfosten neu ist. Ich habe ja alles auf Video. Vielleicht haben die 2 gerade umgelegt, gerade jetzt. Und ich bin so kurz vorher noch mal gelaufen. Das wäre natürlich lustig. Also ich nehme mal stark an, dieser kleine Weg wird dazu gesperrt, dass keiner auf die Idee kommt, weil die Leute schon gemerkt haben. Also hier ist ja jetzt noch mal markiert. Aber dieser Pfeil nach unten, der sagt eben natürlich nicht, dass man hier nicht wieder hoch soll. Und das sieht irgendwie für den Wanderer erstmal viel schöner aus. Von daher verstehe ich das durchaus, was die hier im Sinn haben. Ja, jetzt kommen wir hier mal wieder an diesen Wanderparkplatz am Höllberg. Hier haben wir Toilettenmöglichkeiten. Super. Und ich setze mich jetzt kurz auf die Bank, um den Akku ein letztes Mal zu wechseln. Und dann kommt unser letzter Abschnitt. Hui, hier fließt aber einiges an Wasser. Seht ihr das hier am Boden? Wo kommt denn das her? Naja, kommt wohl von dem starken Regen, den wir gestern hatten. Ich setze mich hier mal auf die Bank, wie gesagt, und gleich geht's weiter. Ein frischer Akku steckt in der Kamera und viel Wegstrecke liegt ja gar nicht mehr vor uns. Jetzt bringen wir die Sache nach Hause, sag ich mal. Aber echt spannend, was hier alles an Wasser fließt. Das muss von diesem Starkregen von gestern kommen. Hier fließt sonst nicht so viel Wasser. Könnt ihr gerne mal vergleichen. Wir waren ja schon 2-mal hier. Einmal am Blütenweg und einmal, als wir den Weg 1 gelaufen sind, den Höllbergweg. Ja, jetzt sind es, glaube ich, keine 3 Kilometer mehr bis zum Ende. Und dann haben wir es gepackt. Dann haben wir es geschafft. Die ganze Feststrecke der Weinlagenwanderung 2023 ein Stück abzulaufen. 2 Tage vor dem tatsächlichen Fest.
wofür sind eigentlich diese Boxen hier? Die sind mir vorhin auch schon mal aufgefallen. Die müssen eine Bedeutung für das Fest haben. Die stehen hier sonst nicht. Soll man hier irgendwie Müll reinschmeißen oder was? Sind das riesige Mülleimer? Oder was ist die Idee dahinter? Ich denke, wenn man hier während des Festes dran vorbeiläuft, wird man es verstehen. Aber aktuell ist mir das noch schleierhaft. Ja, jetzt liegt zu unserer Linken hier Bensheim. Wir sehen hier Bensheim-Auerbach. Wir sehen hier das Auerbacher Schloss. Ja, wir sehen auch den Weg, wo wir hier rausgekommen sind. Genau. Und auch hier, das war die Mierendorfstraße, die wir lang gelaufen sind. Lässt sich alles schön erblicken. Und ich bin richtig dankbar über das Wetter. Muss ich sagen, nicht zu heiß, aber auch trocken geblieben von oben während der Wanderung. Gestern hat es richtig geschüttet. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Und auch in der Nacht noch und heute Morgen vielleicht auch noch ein bisschen. Ja, aber jetzt, aktuell, super. Heute Nachmittag, später soll es wieder regnen. So war der Stand, zumindest bevor ich die Wanderung angetreten habe. Zwischendurch habe ich nicht geguckt. Oh, okay. Mir kam es gerade so vor, als hätte der Stock ein Problem. Aber nee, sieht gut aus. Also haben wir das perfekte Zeitfenster erwischt für die Wanderung. Und auch hier kann man wieder was trinken. Sehr gut. Man kann sich hier auf die Bank setzen mit einem Gläschen Wein. So muss es sein. Insbesondere zeigt uns das, wir sind noch richtig. Jetzt geht es hier nach rechts. Hier stehen auch diese Kisten innen drin, seht ihr das? Hi. Die zwei Herren tranken wohl ein Bier, so sah es mir aus. Heute dürfen sie es noch, in zwei Tagen ist das hier verboten. Hier nochmal eine Informationstafel zum Weinlagenweg. Aber haben wir uns, glaube ich, damals schon am Blütenweg angeguckt. Auerbacher Höllberg. Hier kommt ein nettes Auto runtergefahren. Danke. Und auch hier sehen wir wieder diese Kisten. V-Pool. Wofür sind die? Ah, da sieht man ein bisschen Müll drin. Sind das einfach große Mülleimer? Der Erste, der was reinschmeißt, der bestimmt sozusagen die Bedeutung. Das hatten wir jetzt aber nicht in Heppenheim und Bensheim so, oder? Das ist jetzt hier erst ab Auerbach. Oder ist mir das vorher noch nicht aufgefallen? Diese Kisten immer wieder. Ja, den Abschnitt hier kennen wir sowohl vom Blütenweg als auch vom Höllbergweg. Aber der Höllbergweg verabschiedet sich ja gleich vom Blütenweg und wir folgen dann
mit, zusammen mit dem Weinlageweg weiter den Blütenweg. Auch hier wieder diese beiden Kisten. Also wenn das für Müll ist, da frage ich mich echt, also erwarten die hier so viel Müll? Und warum haben wir das in Heppenheim nicht gesehen? Vielleicht sind die da noch nicht so weit. Vielleicht bereiten die das jetzt gerade vor. Vielleicht sind die von, ja, das kann gut sein, dass so eine bestimmte, ein Unternehmen da verantwortlich ist, diese Kisten überall hinzustellen. Und die haben halt heute Morgen angefangen, von Nord nach Süd, und wir machen es genau andersrum. Und deswegen haben wir es da in Heppenheim noch nicht gesehen. Das kann sein, dass dann letztendlich auch in Heppenheim überall diese Kisten stehen. Ja. Ich weiß nicht, was haben wir unten rechts eingeblendet? Wie weit sind wir schon? Sind es 15 Kilometer schon? Oder noch nicht? Puh. Ja, wenn man kein Profil an den Schuhen hat, rutscht man hier halt weg. Entschuldigung für diesen Aufschrei. Ja, es sind vielleicht noch keine 15 Kilometer. Ich weiß es nicht, ihr wisst es besser. Ich wollte damit nur sagen, wenn ich dann diese 42 Kilometer laufen will, dann muss ich also dreimal so viel. Das ist schon ganz schön ein Brett für mich. Also aktuell kann ich noch gut weit. Was machen wir hier? Hat das mit dem Fest zu tun? Hier ging es, glaube ich, jetzt rechts hoch, ne? Mit dem Weg 1. Hier kommt auch das Wasser rausgeströmt. Also jetzt haben wir uns wahrscheinlich, seht ihr, was hier an Wasser fließt. Hallo. Also das ist echt krass. Schaut mal her. Das kam von diesem Regen letzte Nacht und gestern Abend. Aber das finde ich super spannend. Wie, also der Regen ist ja jetzt schon einige Stunden her und an den meisten Stellen am Boden sieht man ja nichts mehr. Und jetzt hier im Wald und in den Bergen, da scheint das so richtig seine Zeit zu brauchen. Also das ist jetzt schon, wie lange ist das her? Vielleicht 18 Stunden schon her oder so. Jetzt kommt es ja auch über den Weg rüber. Da muss ich mal gucken, dass mir nicht die Füße nass macht. Weil meine Füße, ich habe keine Wanderschuhe an. Also die sind sofort nass, wenn ich da reintrete. Also vor 18 Stunden ist das Wasser quasi angekommen, und dass es jetzt noch fließt, das finde ich irgendwie interessant. Das heißt, irgendwie hat die Natur da eine Möglichkeit, das dann erstmal zwischenzuspeichern, und dann gibt es sich so nach und nach ab. Denn von der Geschwindigkeit, wie das hier runterfließt, müsste das ja eigentlich ja, eine Stunde später unten sein. Hier auch mal wieder so eine Kiste, aber nur eine. Was ist mit der zweiten? Die kommt doch sonst immer in Paaren. Also solange die Kisten kommen, brauchen wir nicht aufs Handy gucken und wissen, wir sind noch richtig, gell? Ach, wo ich jetzt so viel Wasser gesehen habe, trinke ich doch noch was.
So, da habe ich ordentlich getrunken. Es waren bestimmt über 100 Milliliter, vielleicht sogar fast 200 Milliliter. Der Rucksack wird auch immer leichter, ne, durch das Trinken, das ist auch angenehm. Hier wieder zwei Kisten rechts. Guten Tag. So, da vorne sehe ich seit langem mal wieder einen Wegweiser für den Weinlagenweg. Nach rechts geht es jetzt. Genau, wieder Blütenweg, wie ich es gesagt habe. Die zwei machen da keinen Unterschied. Die sind hier gemeinsam unterwegs. Weinlehrfahrt vom Weinberg zum Verbraucher. Die Texte, die habe ich glaube ich alle auch vorgelesen, als wir die Blütenwegetappe 2 damals gelaufen sind. Das war ja nur ein ganz kurzes Etäppchen. Und deswegen habe ich mir unterwegs die Zeit genommen, diese ganzen Hinweisschilder mit euch zu diskutieren. Und verweise einfach auf das Blütenweg Etappe 2 Video, um da genauer reinzusehen. Hier sehen wir einen Fahrradfahrer, der hat einen Deuter-Rucksack und hat den Regenschutz drüber gezogen. Der scheint also mit ordentlich Regen zu rechnen. Entweder der ist noch eine ganze Weile unterwegs oder er hat sich da vertan. Denn ich gehe davon aus, dass wir es noch im Trockenen schaffen, die Tour zu beenden. So, die Weinlagenwanderung läuft jetzt nach links. Schön ausgeschildert diesmal wieder. Wobei für die Leute, die andersrum laufen, ist es nicht ausgeschildert, dass es jetzt hier runter geht. Also nur halb so schön ausgeschildert. Und hier kann man nochmal auf Toilette gehen, wenn man denn das Bedürfnis verspürt.
Hier gibt es den schönen Weg nach oben. Hätte ich mal Lust, mit euch zusammen da hochzulaufen, aber das steht jetzt aktuell nicht auf dem Programm. Foto können wir trotzdem mal machen. Jahresablauf im Weinberg 2. Das haben wir uns genau angeguckt. In der Etappe 2 vom Blütenweg letztes Jahr. Ende Juli, ich weiß es noch, da bin ich das gelaufen. Hochgeladen habe ich es wahrscheinlich erst wesentlich später. Beziehungsweise online gestellt. Erstmal braucht es ein bisschen, die Datei fertig zu machen, zu rendern alles. Bis man es dann hochlädt. Und dann braucht es meistens noch länger, bis ich es dann endlich public stelle. Und davor kommt noch eine sehr mühsame Arbeit. Aber ihr profitiert extrem davon, die Kapiteleinteilung. Ja? Unter jedem eigentlich meiner Videos habt ihr diese Einteilung in die Kapitel. Super praktisch, um die richtigen Stellen zu finden, ohne sich das Video wirklich angucken zu müssen. Beziehungsweise auch, wenn man das Video komplett angeguckt hat, was ich jedem empfehlen würde. Und es haben einen bestimmte Stellen besonders gefallen. Dann findet man die schneller wieder mit der Einteilung, wenn man dann die separat nochmal nachgucken möchte. Hier auch das Auerbacher Schloss zu sehen. Echt schöner Ausblick. Guten Tag. Das ist ja cool hier. Vier Bänke nebeneinander. Da kann man ja mit 20 Leuten den Ausblick genießen. Aber der Ausblick ist jetzt gar nicht so der schönste, oder? Mit diesen weißen Silos oder was das ist da hinten. Da finde ich den Blick auf so runter auf bebautes, besiedeltes Gebiet, ehrlich gesagt, angenehmer als auf sowas hier. Hier haben wir noch so eine Station, vielleicht die letzte. Mir kommt es so vor, als hätten wir diese Station viel häufiger hier am Nordende, im nördlichen Teil des Festwegs, als im südlichen. Vielleicht, weil man vermutet, dass die meisten von Norden nach Süden laufen, dass die ja schon am Anfang schön bei Laune gehalten werden. Dann gibt es eine längere Strecke zum Ausnüchtern. Spannende Frage, sind hier auch wieder solche Kisten drin? Nee, hier nicht. Hier nicht. So, rechts oder links ist die spannende Frage. Hier steht Blütenweg auf so einem Holzschild. Ich vermute daher, dass das der richtige Weg ist, aber ja, kurz nachgeguckt, passt. Die Weinlagenwanderung selbst ist hier leider wieder nicht ausgeschildert.
Hallo. Hallo, hallo. Ist genauso. Ja, wir kommen näher nach Zwingenberg, wo die Weidenlagenwanderung ihr Ende bzw. ihren Anfang nimmt, je nachdem, worum man sie läuft. Hier wieder die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen. 5 Stück. Ah ja, hier haben wir jetzt mal wieder so einen Wegweiser, aber auch nur einer. Die andere Richtung fehlt. Ja, und was ist das jetzt? Geht es jetzt hier lang oder hier runter? Weil der Blütenweg hier lang geht. Und ich glaube, dass die mit dem Blütenweg läuft, laufe ich mal hier lang. Aber ich gucke parallel aufs Handy. Ja, das ist korrekt. So habe ich es mir eingezeichnet. Guten Tag. Hallo. Ja, so langsam wird mir warm in meinem Outfit. Ich habe auch aktuell noch einen Schal an und ich finde die Sonne unangenehm. Jetzt beginnt der Teil, der für die meisten Leute schön wäre und für mich nicht, wenn nämlich die Sonne so langsam hervorkommt. Aber wir sind ja gleich am Ziel. Für mich heißt es dann natürlich noch zurückzukommen. Das sollte über den Zug recht leicht möglich sein. Hier haben wir nochmal einen tollen Ausblick. Zwingenberg, willkommen. Da flog gerade ein Vogel aus diesem Loch hier empor. Drei Biker.
Die sind natürlich schneller, gerade wenn es bergab geht, als ich. Okay, hier müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Da kommt zwar gute Musik in diesem Fall, aber auch die will YouTube nicht auf dem Audio-Track haben, sonst machen sie mich an. Sieht ja interessant aus, das haben wir gar nicht gesehen, als wir Etappe 2 liefen, weil wir da in die andere Richtung liefen. Seht ihr diese Häuser, wie die hier so geschachtelt sind? Ich glaube, da mache ich mal kurz ein Foto. Ja, echt cool. So, hier haben wir wieder ein Toilettenhäuschen. Diesmal, glaube ich, gehört es aber nicht zur Weinlagenwanderung, sondern hier ist ja irgendwie so ein bisschen Baustelle. Und das wird dann für die Bauarbeiter sein, dass die sich mal entlasten können. Richtig cooler Blick. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, weil ich in die andere Richtung gelaufen bin. Also lohnt sich schon, den Blütenweg mal so oder so rumzulaufen. In dem Fall war es jetzt hier die Weinlagenwanderung. Ja, hier hört der Zubringer des Nibelungensteig auf, denn der Actual Nibelungensteig, der geht hier los. Hier gibt es auch eine schöne Eingangstafel. Richtig coole Wanderung, der Nibelungensteig. Mal gucken, ob wir das mal machen. Hier in Zwingenberg startet diese Qualitätswanderung. Ist eine von den 55 Hauptwanderwegen des Odenwaldclubs. Da sind 4, haben ein Qualitätssiegel vom Deutschen Wanderverein oder Verband oder wie das heißt, bekommen. Und der Nibelungensteig ist einer von diesen 4. Also das ist wirklich ausgezeichnet. Ja, und hier ist jetzt die Stelle, die ich meinte. Hier geht der Weinlagenweg weiter Richtung Norden. Aber für uns, die wir die Weinlagenwanderung laufen, geht es jetzt tatsächlich hier nicht weiter nach Norden, sondern nach Westen, diese Straße hier hinunter. Ja, jetzt laufen wir hier noch runter bis auf die B3, auf die Bergstraße. Und dann ist die offizielle Feststrecke der Weinlagenwanderung vorbei. Also hier trennen wir uns vom Weinlagenweg. Und hier könntet ihr dann übermorgen loslaufen oder auch ankommen. Ja, dann haben wir es wirklich bald geschafft. Das sind jetzt nur noch ein paar Meter hier runter. Und vielleicht an einem anderen Termin treffen wir uns nochmal und laufen nicht die Feststrecke der Weinlagenwanderung ab, sondern den vollständigen Weinlagenweg mit 22 oder 28 Kilometern, weiß wohl keiner so genau. Thank you.
Guten Tag. Als ich damals meine Etappe 2 vom dritten Weg lief, bin ich ja mit dem Zug angereist und dann durfte ich diesen Weg, den ich jetzt hier gerade mit euch runterlaufe, natürlich erstmal hochlaufen, bevor das eigentliche Video losging. Das war natürlich spaßig für mich. So. So. Und da sind wir auch schon fast. Ja, hier sehe ich den bunten Löwen. Und ich sehe da hinten beim Stoppschild schon die Bundesstraße 3, die Bergstraße. Hier endet jetzt also gleich die Weinwagenwanderung 2023 in Zwingenberg. Laufen mal die paar Meter noch und dann sagen wir Tschüss. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut auch gerne in meinen anderen Videos rein. Ich habe ja genügend. Auch in Zukunft sollen noch viele kommen. Macht's gut. Das war's von mir von heute. Wir sehen uns dann anderswo. Gebt dem Video ein Like und abonniert mich. Bis dann.